Mahlzeit. So, lass mal schauen, wie jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, ob hier überhaupt irgendwas funktioniert und ob ihr mich hören könnt. Deswegen keine Ahnung. Ich kann auch den Chat, glaube ich, noch gar nicht sehen. Deswegen, wenn ihr mich hören könnt, dann schreibt doch mal einmal in den Chat irgendwie Hi oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, ansonsten, wenn ich mich hier, glaube ich, die ganze Zeit selber sehe, bin ich wieder irritiert. Ah ja, doch, ich kann schon was sehen. Ich sehe hier 19 Wiedergaben oder so. Chat. Und genau dazu, oder da spricht man halt eben immer mehr heutzutage drüber, die Leute, die halt eben aus dem IT-Umfeld kommen, die natürlich irgendwo auch. Aber eben auch eure, keine Ahnung, eure Liebsten oder sowas, oder eure die, die ihr kennt, ich habe keine Ahnung. Und ja, da kommen immer wieder die wildesten Sachen bei raus. Ja, was ist denn jetzt eigentlich so die Cloud? Ne? Erstmal ja, Mahlzeit, Prost. Ach genau, hier, Prost. Genau. Wenn der Stream ruckelt, dann sagt Bescheid. Dann muss ich vielleicht nochmal so ein bisschen hier die Performance runterschrauben. Dann ist das eben so. Genau. Deswegen, ich bin ja auch nicht perfekt. Ich kann ja nichts, kennen wir ja. Bild ja, der Ton nicht. Okay. Also so, wenn ihr wollt, kann ich noch mal eben an der noch mal ein bisschen runterschrauben. Da kommt mein PC wahrscheinlich hinterher. Wart mal eine Sekunde, bevor ich hier weiter quatsche. Ton ist top, Video ruckelt. Okay, dann müsst ihr euch mal eine Sekunde gedulden. Ich kann das im laufenden Stream gar nicht runterschrauben. Mal schauen. Ich schau mal, ob das geht. Ich schau mal, ob das geht. So, jetzt habe ich die Bitrate mal ein wenig runtergeschraubt. Vielleicht kommt gleich noch irgendwas. Mal gucken. Also vielleicht wird es gleich besser. Das werden wir sehen. Ich habe noch eine Idee, was ich noch umschrauben kann. Da muss ich aber auf das da stellen. Und jetzt könnte es eventuell gleich besser werden, hoffe ich. Direkt viel flüssiger, viel besser. Ja, guck mal einer an. Da trinken wir erstmal wieder einen drauf, würde ich sagen. Ne? Also, ich fange wieder von vorne an. Ne? Also, ja, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer. Ich guck mal eben. Ich verrate auch immer alle Namen öffentlich. Herr Frankenstein hieß er. Hier im Discord, ich sehe es, hab's vor meiner Nase. Schrieb mich an und sagte irgendwie: Ja, hier Hetzner und so macht jetzt auch Cloud. Ja, da kam das Thema wieder so ein bisschen auf und er erzählte auch, es geht weiter irgendwie, dass du da jetzt auf einmal auch Load Balancer und sowas machen kannst. Ja, wie jetzt? Die haben da jetzt auch irgendwas oder sowas in der Richtung, kann nicht sein. Komm, lass uns doch mal gucken. Ja, also danke für das Feedback, das Bild jetzt top ist. Also ich habe keine Ahnung, man kann sich so schlecht selber kontrollieren, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist. Und wenn man nämlich in diesem Stream-Oberfläche drin ist, dann sieht man das Ganze irgendwie nur in 360p und nicht in wie Full HD. Ich habe keine Ahnung, was drüber kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich die Bitrate hochgeschraubt, weil ich habe 50 Mbit hier und da dachte ich, man schraubt das mal hoch. Kann ja nur gut sein. Aber der PC ist jetzt nicht mehr und nicht weniger ausgelastet. Keine Ahnung, vielleicht kommt YouTube damit nicht klar. Aber gut. Genau, wenn das Bild jetzt geht, so wie ich jetzt gerade gelesen habe, ist ja prima. Genau. Also der erste schreibt schon mega von jetzt. Na, richtig. Ich schieb jetzt direkt schon mal einen Aber hinterher. Was soll ich sagen? Ein Aber, weil ja, es fehlen mir so ein paar Sachen, die vielleicht ja noch unbedingt nachgeliefert werden müssen von denen. Nachgeliefert werden müssen heißt einfach wirklich, es gibt noch keine Services. Aber fangen wir mal von vorne an. Weswegen ich überhaupt auf das Thema kam, ist erstmal grundsätzlich das Thema Cloud. Alle sagen immer Cloud. Die Freundin sagt Cloud. Vater sagt Cloud. Irgendwer auf Arbeit, ich kenne die ja auch alle, sagt Cloud. Und was meinen die damit? Ja, hier in unserem komischen Apfelgerät die Cloud. Und dann denkst du, ja, was denkst du denn, ist die Cloud? Ja, da kannst du so Daten speichern. Ja, okay. Sag mal, das ist ein Cloud-Speicher. Das ist nicht die Cloud. Und die Cloud gibt sowieso nicht. Außer einer von euch kennt irgendwie den Hersteller für die Cloud. Oder sind das mehrere? Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, irgendwie ist immer große Verwirrtheit über, was ist denn jetzt so die Cloud? Und ja, ich glaube, eigentlich seid ihr das falsche Publikum dafür, darüber zu reden. Denn ihr wisst, die Cloud gibt es erstmal nicht. Und wenn man über das Wörtchen Cloud spricht, dann spricht man immer über einen Teil, der heißt Netzwerk. Ein Teil, der heißt Speicher und ein Teil, der heißt
Compute oder Rechenleistung, wie auch immer. So, und dann vielleicht auch noch so, ja, sagen wir mal, Applikationen oder Dienste oder Services, alles so unter dem Grundbegriff. Hier, der Tobias schreibt gerade Amazon, die Cloud. Ja, genau, das ist bestimmt die Cloud. Ich würde gerne mal den Provider sehen, der die Cloud gemacht hat. Ja, da guck mal, da schreibt einer, ich kann eine Firma mit dem Namen die Cloud anmelden. Perfekt, guck mal, wir gründen jetzt alle hier im Stream gleichzeitig die Firma die Cloud. Dann wissen alle Bescheid und dann sind wir einfach die Cloud. Ach, was erzählen wir denn soweit? Und ich will auch gar nicht so viel weiter erzählen. Wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam so ein bisschen um. Domain ist nicht frei. Guck mal, er hat schon gerade geprüft, ob die Domain frei ist. Scheinbar nicht. Was machen wir denn dann? Ist denn vielleicht die-Cloud irgendwie frei? Und wir müssen uns dann gleich im Laufe des Streams jetzt dann überlegen, was für Dienste wir uns, was für Dienste wir da anbieten. Ne? Und auch noch ganz besonders, was soll das bei uns kosten? Aber das werden wir jetzt gleich feststellen, wenn wir jetzt gleich einfach mal ein bisschen mal da reinschauen. Und gerade besonders fangen wir damit an, was Hetzner jetzt macht. Weil deswegen bin ich überhaupt auf Thema heute gekommen. Und da schauen wir jetzt rein. Aber erstmal wieder, ne? Prost. Yo. Also, wie immer, ich gebe euch mal hier so ein Fensterchen frei. Da kommen wir gleich rein nach AWS, aber erstmal Hetzner. Ich muss erstmal das Chatfenster wieder aufmachen hier, dann will ich euch auch sehen. Was? Unsere Top-Polit-Prominenz möchte die EU-Cloud, bin ich hier richtig? Ja, genau, du bist hier genau richtig. Aber unsere Polit-Prominenz möchte die EU-Cloud, bin ich hier richtig? Gibt es da irgendwelche Pläne für irgendeine EU-Cloud oder sowas? Dann ist das ist ja dann vielleicht die Cloud. Egal. Auf jeden Fall, wenn man auf der Hetzner-Seite ist, hat man hier oben irgendwie so ein schon schönes Pünktchen und das nennt sich irgendwie Cloud. Die schreiben sogar Cloud und nicht irgendwie Cloud-Speicher oder Cloud-Netzwerk oder Cloud-Irgendwas, sondern die schreiben Cloud. So, und was schreiben die hier? Bewältigen Sie selbst anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit, bla bla bla. Unsere Cloud-Server befinden sich und bla 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 auf ganz schneller Hardware mit bla bla bla, mit AMD und bla bla bla. Toll, top. Also ich kann schon mal Rechenleistung machen. Startklar in wenigen Sekunden, das erwarte ich von einer Cloud. Die Cloud-Konsole werden von bla 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 in weniger als 10 Sekunden bereitgestellt. Das erwarte ich von so einem Ding. Intuitive Bedienbarkeit, ja. Das ist schon wieder so eine Sache, ne? Wenn einer nicht weiß, was Compute ist und was Speicher ist, der hat dann schon wieder mit individuelle Bedienbarkeit, hört es schon wieder auf. Der Tobias schreibt gerade, die Domäne ist noch frei. Die Domäne mit Ä oder auch mit AE? Weil ich habe mal gelernt, man kann zwar Domänen mit Ä, Ö, Ü anlegen, aber ganz viele Applikationen oder Mail-Server, wenn du da irgendwo ein Ä oder Ü oder Ü, was auch immer machst, die sterben sofort oder die kommen damit kaum klar. Ganz schlecht mit Ä. Genau, ausgezeichnete Services. Cloud-Produkte wurden bei Service Provider Award 2020 mit Platin ausgezeichnet. Okay, ja toll, ihr kennt das ja. Da steht da drauf, Platin im Bereich des der Login-Oberfläche. Naja, so kennen wir das. So, hier unten kommen schon so die ersten Preise. Okay, die interessieren uns erstmal nicht. Block Storage Volumes. Mit unserem flexiblen, skalierbaren Volume lässt sich jeder Cloud-Server nach Bedarf mit zusätzlichem bla 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 bis zu 10. Aha, 100 Gig? 100 Gig kosten mich 4,64 Euro. Habe ich auch die Möglichkeit, nicht SSD-Block Storage zu beziehen und den dann irgendwie günstiger zu kriegen? Wäre ja auch irgendwie interessant. Na gut, vielleicht sehen wir ja gleich was, wenn wir uns da irgendwie einloggen. Aber für 100 Gig SSD-Block Storage, den ich mir über iSCSI anbinde, oder wird der direkt angebunden? Hallo? Hallo, ich brauche Hilfe. Der Simon ist irgendwie im Discord, den werde ich jetzt gleich erstmal ausblenden müssen hier. Ah ja. Aber ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr sehen können, was uns für an Speichern erwartet und wie er angebunden wird, das steht ja hier erstmal. So, erstmal wieder bei euch gucken. Nein, höchstens Storage-Boxen. Ah ja, okay. Aber was? Aber die ist frei. Gaia X-Cloud? Was meinst du damit, Micha? Mit Gaia X-Cloud? Kommen wir gleich. So, gehen wir erstmal weiter. Dann haben wir noch Features, genau. Da wurde mir dann gesagt, es gibt jetzt auch Load Balancer. Und irgendwo versteckt sich hier, dass die Load Balancer auch nicht nur auf diese Cloud V-Server Services, nennen wir sie einfach mal, getaggt werden können, sondern eben auch auf die vielleicht bestehende Infrastruktur, die man bei Hetzner hat, nämlich deine, was weiß ich, Root-Server oder dedizierten Server. Hier meine Musik-Krimskrams geht gerade auf.
Sondern eben wirklich auch auf deine, ja, wahrscheinlich vorhandene Hardware oder auch vielleicht auch Software, deine vServer, die du eben bei Hetzner stehen hast. Also die haben diese Cloud, die Hetzner Cloud, wie sie hier schreiben, echt daran getaggt. Und hier sehen wir nochmal, wir haben hier also Compute, wie wir festgestellt haben, wir haben Networks und wir haben Volumes, also irgendwas mit Speicher zu tun hat. Und meiner Meinung nach ist das dann auch der Name Cloud irgendwie wert, dass man halt eben Netzwerk, Speicher und Rechenkapazität anbietet. Deswegen von mir erstmal, Hetzner, habt ihr gut gemacht. Ihr dürft euch Cloud nennen, ist in Ordnung. So, ja klar. Da sind natürlich so ein paar Themen, die kommen jetzt gleich auch mit dem AMD EPYC und den Xeon Gold. Den Vorteil hat man natürlich, wenn man seine Dienste dort dann hostet. Ja, hat man wahrscheinlich ziemlich gute Premium-Hardware darunter liegen, wo dann eben wieder deine virtuellen Instanzen, nennen wir sie mal so rum, da abgelegt werden, und dann wird das Ganze da wahrscheinlich schon ziemlich zügig laufen. NVMe, SSD, RAID oder ZEV. Frage ist, habe ich irgendwas von ZEV, wenn ich da irgendwas mache? Vermute mal, die Hardware unten drunter könnte mit ZEV laufen. Vielleicht weiß einer von euch, was läuft denn bei denen? Haben die VMware laufen? Haben die Hyper-V laufen? Haben die Proxmox laufen? Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wird man auch wahrscheinlich so einfach gar nicht finden. Klar, die Doku von Hetzner war schon immer scheiße. Vielleicht ist sie aber besser geworden. Und scheinbar eine ganze API. Was auch schon mal für die Cloud ein sehr, sehr guter und ein wichtiger Ansatz ist. Hoffentlich kann man auch über die API vielleicht neue Dienste bei denen oder Instanzen irgendwie ausrollen. Ja, Snapshots ist wohl klar. Das ist, entweder kommt es unten aus dem ZFS. Ja, werden wir sehen, was da wieder was. Okay, also Server kann man da zurücksetzen. Klar, logisch. Snapshots kann ich immer irgendwie machen. Ja, Backups. Die Backups werden täglich automatisiert. Vielleicht sind sie auch dabei. Vielleicht muss ich sie nicht extra bezahlen. Ne? Da kommen wir ja immer hier zu den wichtigen Themen. Muss ich irgendwas extra bezahlen oder nicht? Floating IPs, ja, ist aber natürlich schon ein bisschen spezielleres Thema. Da steht schon 1,16 € im Monat und wahrscheinlich für eine. Also, naja. Images, Ubuntu, Debian, Fedora oder andere, das ist auch egal. Traffic, 20 Terabyte inklusive Traffic. Sagen wir mal so rum, für uns normale Leute sind jetzt 20 Terabyte in Ordnung, das passt. Kommt halt eben drauf an, was ich betreibe, wenn es ein paar Internetseiten sind. Aber wenn es dann schon ein aktiv genutzte Dienste sind, kann 20 Terabyte, also jetzt für irgendeine Firma, kann 20 Terabyte knapp werden, muss aber nicht. Ja, guck mal, da steht auch nur ausgehender Traffic, schreibt jemand. Okay, steht jetzt hier erstmal nicht, aber ja. Standorte, wir werden in Dortmund, Nürnberg, Falkenstein sowie Helsinki, Finnland gehostet. Ja, völlig in Ordnung, kennt man so. DDoS-Schutz, auch so, auch toll, dann haben die aber mittlerweile irgendwo alle ja dahinter. Wie es funktioniert, habe ich mich schon mal mit einem Kumpel drüber unterhalten, aber ja, ist halt, wenn irgendeine Spamwelle kommt oder so, was willst du machen? Egal, ich weiß es nicht, ich kann ja auch nicht immer alles wissen, aber es läuft OpenStack im Hintergrund bei Hetzner, höre ich gerade. Ah, das ist schon mal eine gute Sache. Also hier von Red Hat OpenStack kommt halt eben drauf an. OpenStack kann ich, können die auch Container? Ist jetzt eine wichtige Frage mit unserem Gespräch, wie das jetzt hier weiterläuft. Kannst du mit OpenStack auch Container oder nur mit OpenShift? Klar, OpenStack ist halt für Speicher, aber dafür kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Aber gut. Hier, Kion oder Keon, keine Ahnung, wie man die spricht. Wir gucken gleich mal nach OpenStack, was die so können. Ja gut, Datenschutz wie immer braucht keine Sau. Wir wollen nirgendwo auf den Internetseiten immer auf Akzeptieren klicken. Ist das Hässlichste dieser Welt. Gut, hier sieht es nochmal nach der API aus. Bla 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 bla. Da gucken wir uns nicht alles an. Locken uns jetzt ein. Wollen wir sehen. Jetzt loslegen. So, jetzt taucht bestimmt meine E-Mail-Adresse auf. Da macht aber nichts. Die steht ja eh auf jeder Internetseite. Laut unserem Datenschutz und Impressum, na, ihr kennt meine Meinung dazu, brauchen wir das ja ganz, ganz dringend. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, ich kann mir also einzelne Projekte hier anlegen. Machen wir nochmal ein neues Projekt. Nenne euch jetzt YouTube-Blasen, seid ihr heute. So, Projekt hinzufügen. Zack, 3 Euro. Nee, doch nicht. Ich glaube, hat nichts gekostet. Dann gehen wir mal da rein. Kann ich hier machen? Umbenennen und stummschalten, löschen. Ein Mitglied. Ein Mitglied heißt vielleicht auch schon mal, es gibt sowas wie so ein IAM, Identity Management vielleicht. Puh, werden wir sehen. Gehen wir mal rein. So, Sie haben noch keine Server. Server, Snapshot, Backups.
Projekte kostenfrei. Hier, und ich frage direkt, kennst du dich damit jetzt gut aus oder sowas? Dann kannst du nämlich vielleicht mir helfen oder so oder was auch immer. Du hast jetzt gerade schon 3 Kommentare gegeben, die top waren. Ja, Server hinzufügen. Schauen wir doch mal. Server. Ach, guck mal. Ganz einfach für Bescheuerte wie ich. Helsinki, Falkenstein oder Nürnberg? Ja, ist doch wohl klar. Falkenstein, ne? Graf Schröder. Siehst du da, du bist Frankenstein. Ach, du bist Frankenstein. Ach so. Jetzt hier zur Erklärung, Frankenstein oder Kion hier im Chat, der ist derjenige, der das Ganze hier angetriggert hat, weswegen ich mir das jetzt hier einfach mal anschaue. Ja, Falkenstein, Ubuntu kann ich hier auswählen, Debian, CentOS, Typ Standard, Standard. Was ist denn Standard? Bla 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 bla, ausgewogene Menge an CPUs, RAM. Ausgewogene Menge, bla bla bla, CX, PX optimiert für CPU-Leistung und dediziert, jede dedizierte vCPU-Instanz verfügt über eine dedizierten CPU-Ressourcen. Ja, ja, okay, also es ist trotzdem beides virtualisiert im Endeffekt. Auf der linken Seite habe ich halt eben nur meine vCores, die von mehreren genutzt werden können. Und auf der dedizierten Seite bekomme ich halt eben dedizierte Kerne zugewiesen. Auf der vCore-Seite, Standard hier, kann ich auch Netzwerk-Ceph-Speicher wählen? Jetzt ist der jetzt, wenn ich mir den Preis angucke, ist der jetzt billiger oder teurer? 40 Gig? 7? Der ist scheinbar teurer, der Ceph-Speicher. Warum auch immer. Ich nehme einfach eine Local NVMe SSD? Nee. Ist ja bestimmt auch alles gespiegelt oder so bei denen. Also gehe ich von aus, wenn irgendein Ausfall ist. Unterschiedliche Modelle, ja, schon klar. Aber die Frage ist jetzt der Speicher, der im Hintergrund liegt. Der Speicher, der genutzt wird, wo meine virtuelle Maschine drauf läuft. Local NVMe SSD heißt für mich, wenn die Karre abstürzt, stürzt die Karre ab. Bei Netzwerk Ceph hast du immer noch die Möglichkeit, oder das ist halt deine Daten, ne, gestriped über die Server. Bei Local NVMe würde ich jetzt sagen, stirbt die Festplatte lokal, ist die tot. Mache ich jetzt gerade eben. Ne? Ist einfach nur mal mein Grundgedanke, den ich dahinter einfach mal verstecke. Ne? So, also, man hat auf jeden Fall eine Auswahl, ziemlich viel. Und da kommen wir jetzt auch schon zu einer kleinen Geschichte, weil ich gleich mal was so ein bisschen rechnen will. Also der kleinste Server kostet mich jetzt 2,89 Euro. Mit einem V-Kern. Ich weiß auch nicht, was für ein Kern sich dahinter wieder verbirgt. Ich habe keinen Plan. Heißt also auch frei übersetzt, das kann also ein Intel sein. Das kann, na hier steht Intel Xeon Gold Prozessoren. Weiß aber trotzdem nicht, was es ist. Mit 20 Gig SSD. Ey, da mache ich einmal ein Update, Update und schon habe ich meine 20 Gig SSD voll. Und dafür soll ich fast 3 Euro bezahlen im Monat? Ta! So, was gibt es denn noch? Also ein bisschen größer. Das geht hoch bis virtuelle Instanz. 16 Kerne, 32 GB. So, und jetzt gucke ich erstmal eben in eure Kommentare und dann vergleiche ich mal den Preis. So, hat nichts gekostet. Ja, wir rollen jetzt auch einfach mal eine Maschine aus. Das machen wir schon. Mit dem Speicher, okay. Hardware Raid gibt's nicht. Ja, ich vermute mal, Local NVMe SSD wird mit Sicherheit ein Local Raid sein. Die Frage für mich ist jetzt gerade eben einfach nur, ja, was ist denn im Ausfall? Ne, klar, dass der Server bei denen ausfällt, die Chance ist wahrscheinlich gering. Nur was ist? Haben die vielleicht sowas wie eine Replication laufen oder so? Also, ich hoffe ich jedenfalls. Naja, so, jetzt gehen wir mal hin und machen einfach mal einen kleinen Vergleich. Das ist ja scheinbar hier eine virtuelle Instanz und wir gucken uns jetzt einfach mal was an. Ich habe eben irgendwo im Chat gelesen, Netcap, und das vergleichen wir jetzt mal einmal preislich. Jetzt mal nach Netcap. Netcap.de, jeder kennt es, jeder hat schon mal gehört. Ne, Domains sind da billig, kann ich nur jedem empfehlen. Ne, nicht direkt darüber buchen, sondern über irgendeine, was weiß ich, Check24-Scheiße oder so. Und dann kriegt man da eine Domain irgendwie für, was weiß ich, 1,29 Euro oder so im Jahr und das ist super. So, Werbung! V-Server, 1 Core, 2 Gig RAM. Da kommt schon wieder meine Musik hier. 2 Gig RAM, also das ist der kleinste hier. 20 Gig SSD, 40 Terabyte Traffic. Das hört sich gleich an, ne? Ich gehe einmal nochmal zurück. Ein V-Kern, 2 Gig RAM, 20 Gig SSD. Hier haben wir 20 Terabyte Traffic. So, soll hier kosten 2,62 Euro. Was ist da noch mit dabei? Ist da noch eine Domäne mit drin oder so? Eigentlich nicht, ne? Nur einfach der Server. Gut, hier sieht man, dass es halt ein Raid-Level ist. Ich habe hier, okay. Also, es ist ein Ticken billiger, wenn ich hier einen dedizierten Server habe.
Aber hier ist es ein paar Cent teurer, also jetzt nicht der Rede wert. Hier habe ich aber scheinbar, wenn ich gerade eben euren Kommentaren vom Corny Alex lesen oder Glauben schenken darf, wie auch immer, kann ich halt eben die Karre wieder wegschmeißen und dann, ja, habe ich vielleicht 5 Cent bezahlt, was halt eben die Cloud ausmacht. Ich brauche vielleicht dediziert mal ein bisschen Power oder sowas und schon, ja, nach einer Stunde später kann ich die Karre wieder ausmachen, weil ich es halt eben nicht brauche. Das ist ja schließlich mein Vorteil von der Cloud, den ich haben will. Ja, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich hoffe, hier einige sind irgendwie so ein bisschen hier auf der Hut, ne, und können ein bisschen weiterdenken als Putti-Konsole aufmachen. Schön, also den lassen wir jetzt hier, ne? Ne, wir machen mal einen. Ja, wir machen mal den hier mit den 2 Kernen und fertig. Dann gucken wir mal. Volume, ja, lassen wir erstmal raus. Gucken wir aber uns gleich an, ob wir das nachträglich irgendwie dran pappen können. Da korrekt, der Server wird stundengenau abgerechnet. Na super, ist doch perfekt. Das war genau das, was wir brauchen im Endeffekt. Ja, also für mich persönlich als Dauerlösung, ja, kommt auf den Preis an natürlich. Weil ich denke auch, es ist natürlich, dieser Preis ist angegeben für den kompletten Monat. Heißt auch, man kann diesen Preis nicht übersteigen von jetzt, was ich ausgewählt habe, 4,05 €. Ja, das heißt also auch, egal was da passiert, du bezahlst nicht mehr. Aber wenn ich denn dann einfach mal einen Server für einen Tag brauche, den ich dann irgendwie ausrolle mit irgendeinem Ansible, wo da meine Applikation drauf läuft, oder mit mein Container-Service, mein Kubernetes-Service, der einfach mal ein bisschen mehr Dampf braucht, ne, meinetwegen für das Wochenende, weil da wieder meine Pornos gerendert werden, dann gehe ich einfach hin und kann einfach mir einen neuen Kubernetes-Dienst, wie hieß das hier, Server ausrollen für das Wochenende. Ne, ihr kennt das ja, was ihr alle am Wochenende macht. Und dann habe ich halt eben die entsprechende Power, die ich einfach brauche. Eben. Und deswegen ist das der Vorteil. Haben wir das Thema auch schon mal abgefrühstückt. Also den lassen wir. Volume lassen wir erstmal weg. Netzwerk erstellen. Großes Thema. Habe ich auch bei meinem Kumpel nachgefragt. Ich habe gesehen, der ist hier mit drin. Aber auch wir waren erstmal noch so ein bisschen außen vor. Es ging um die Technik im Endeffekt dahinter. Denn jeder von euch, der sich jetzt da einloggen kann, der kann jetzt ja sich sozusagen das Netzwerk 10/16 dort anlegen. Jetzt ist die Frage, auf dem Netzwerk-Layer, wie läuft das Ganze? Läuft das Ganze wirklich über VRFs, also wirklich über virtuelles Routing, Ja, du sagst jetzt so einfach Layer 2. Layer 2 ist für mich irgendwo auf Mac-Ebene, aber irgendwie die Logik, wie das Ganze wirklich im Hintergrund auf den großen Cisco-Switchen abläuft, da komme ich einfach nicht so richtig komplett hinter, dass ich sehen kann, wie kriege ich denn über meinen Netgear-Switch hier vorne sozusagen zweimal den IP-Adressbereich irgendwie drüber gehustet, so wie du schreibst, ohne jetzt irgendwie mit WLANs oder sonst was. Also dieser große technische Aspekt, den habe ich noch nicht ganz begriffen. Ist ja dasselbe Spiel bei AWS, das ist jetzt ja bei Hetzner jetzt nichts Besonderes sozusagen, aber da ist es halt eben, ja, wichtig und interessant mal zu wissen, wie läuft das Ganze. Aber das ist schon, ich glaube, Deep Dive Wissen. Da einer schreibt, da läuft schon im Hintergrund WLAN, glaube ich nicht, aber da einer schreibt schon VXLAN, seht ihr, ich habe vom Netzwerk überhaupt keine Ahnung. Ne? Ja, und NAT, also das muss natürlich dann irgendwie extremst performancemäßig unterwegs sein, wenn du dann über so einen dicken Switch oder einen dicken Router immer wieder alles natten muss. Da geht man auch nicht mal drüber. Egal, wir haben jetzt unser Netzwerk. Netzwerk, können die eher, ja, hoffentlich, ne? Netzwerk, ja, ist ein bisschen groß, ne? Wir machen mal einfach nur so ein 20er Netzwerk erstellen. So, haben wir zusätzliche Features. User Data. Was ist denn User Data? Hallo, Infos. Ich brauche Infos. Hier gibt es keine Infos unter User Data. Backups. Steht monatlich wiederkehrende Kosten in Höhe von 20% des Serverpreises. Aha, also ist Backup schon mal nicht inklusive hier bei meinem Server. Okay, ich brauche kein Backup. Ich habe kein Geld. Ich bin ja eine arme Socke, ne? Prost da drauf. Und hier, Tobias, du kannst ja schon erstmal ein Bier holen gehen, ne? Du bist doch nicht, bestimmt nicht so weit weg von deinem hier Kühlschrank. Ja, SSH-Key würde ich jetzt einfügen, aber ist mir jetzt zu blöd. So, Servername, ne? Das ist hier mein Kekshase 2. So, kein SSH-Key ausgeben. Wir empfehlen für SSH-Key zu ausgeben. Andernfalls erhalten Sie ein Root-Passwort per E-Mail. Okay. Oh, jetzt müsste ich mein SSH-Key hier eintragen und ihr seht den alle. Das wäre aber beschissen, das kann ich nicht machen. Also muss ich das per E-Mail machen.
Also, 4,05 € im Monat für den Server wollen die jetzt haben. Und ja, dann klicken wir jetzt hier auf kostenpflichtig bestellen und los geht's. Mal gucken, wie lange das dauert. Eins, zwei, drei. So lange zählen wir nicht. Ach, guck mal, da steht erstellt, fertig. Server zu Netzwerk hinzugefügt. Leckt mich am Arsch. Das ging schnell. Wir haben eine öffentliche IP-Adresse bekommen, scheinbar. Das ist auch schon mal gut. Ist ja nicht immer zwingend der Fall. Der Server ist da. Wir sehen, was das ist. Ja, das stimmt, dass nur der Public Key eingetragen wird. Das ist richtig. Und jetzt klicken wir mal hier drauf. So, CPX11, 2 ist ja genau das, was wir haben wollten. Kosten 1 Cent. Kostet mich das gerade. 1 Cent! Ich habe nichts gemacht, der kostet mich 1 Cent? Ja, leck mich am Arsch, ey, ist das teuer. Boah, der ist noch. Hat der überhaupt schon gebootet und ich bezahle schon 1 Cent für die Scheiße? Ja, leck mich am Arsch, ey. So, aber guck mal, hier kann man eine Konsole aufmachen. Das können wir uns gleich mal angucken. Graphen. Na, gucke mal einer an. Ich habe direkt auch ein Monitoring da. Backups. Jetzt mal hier die Frage an den. Wie war das? Cohen, wenn ich hier die Graphen mir anschaue, ne? Kommen diese Graphen, diese Metriken aus dem OpenStack raus und die fragen die einfach aus dem OpenStack API oder sowas irgendwie raus und können die dann bei sich auf der Webseite irgendwie darstellen? Frage. Ja. Und ich warte auf eine Antwort. Das ist echt für mich interessant und wichtig. Ich muss ja mal lernen. Ah, er schreibt ja. Siehste? Ja. Also, die beziehen die Daten, holen sich die Daten aus OpenStack raus. Also, merkt euch, ne? Oder schreibt mir gleich, wir gucken uns OpenStack an. Sonst bauen wir irgendwie bei den YouTube-Videos unseren eigenen OpenStack-Server. Sind ja da. Ihr kennt die, die die Videos gesehen haben. Die Server stehen da. Also können wir uns auch ein OpenStack-System einfach mal bestimmt mal aufbauen. Ansonsten, einer von euch hat bestimmt noch ein bisschen. Kauf dich mal eine. Warum kauf ich meine Brille? Habt ihr eine Brille? Hier, Mr. Specs. Werbung. Ja, Graphen, Backups. Okay, Backups. Ich will keine Backups. Die kosten bei euch Geld. Snapshots. Ja, na klar. Snapshot erstellen wir erstmal. Der heißt nagelneu, der Snapshot. Nagelneu. Ich kenne mich ja mit meinen IT-Kenntnissen. Mache ich den Server sofort kaputt mit dem ersten Befehl. RM-R Sternchen. Irgendwie sowas. Ja, okay, wir haben Snapshot. Dauert also schon mal echt lange. Also, das ist ja natürlich unerhört, dass so die Backups so lange dauern. Load Balancer. Ja, Load Balancer. Wieso kann ich keinen Load Balancer hinzufügen? Load Balancer, wie? Der Erik schreibt, ich brauche 4 Server. Könnte ich jetzt die Kamera da oben umdrehen? Da stehen 4. 2 DL360, 2 DL380. High Performance Gen 7. Ja? Der geht voll ab wie Luzi, das sag ich dir. 10 Raspberries wären genauso schnell, aber das sag halt keinem, okay? So, Netzwerk. Hier müsste jetzt auch was drin sein. Also, ich habe eine öffentliche IP bekommen. Wie? Der Snapshot kostet Augeld, schreibt daran einer. Alter. Du hast noch keine Load Balancer erstellt. Ja, okay, ja. Also, kann ich die hier nur hinzufügen im Endeffekt oder zuweisen? Ist in Ordnung. Volumes habe ich auch keinen. Power kann ich ein- und ausschalten. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Der Stream wird sonst halt hier viel zu lange. Rescue-Modus aktivieren. Brauche ich nicht. Der Server müsste noch im Healthy-Mode sein. Noch war ich nicht an der Konsole. ISO-Images. Aha. Könnte ich auch meinen Proxmox da drauf installieren? Ja, hoffentlich. Kann man hier suchen? Box. Guck mal hier! Proxmox kann ich direkt darauf installieren und dann, ja, guck mal einer an. Dann mache ich jetzt Proxmox auf meinem Cloud-V-Server bei Hetzner. Naja, kann man machen. Muss man aber nicht. Also ich mach's nicht. Rescale. Na, guck mal. Also, da haben wir doch jetzt die echten Vorteile von der Cloud bei Hetzner. Also, ich kann größer, aber ich kann nicht kleiner. Und da steht, die Festplatte dieses Servers-Typs ist zu klein. Ah, also der kann nicht hochskalieren im Endeffekt. Ah, der kann die Festplatte gar nicht skalieren. Heißt also, ich sehe gerade hier überall 40 Gig, 40 Gig, 40 Gig. Das heißt, der hat keinen Automatismus. Der kann zwar sozusagen auf der virtuellen Maschine das Ganze irgendwie vergrößern, aber der kann sozusagen auf dem Betriebssystem, wenn der Server einmal läuft, die SSD nicht vergrößern. Was Sinn macht, weil der kann oder die dürften ja eigentlich auch nicht auf mein System, um irgendwelche F-Disk-Befehle abzusetzen. Also, naja, guck mal, jetzt ist der Snapshot erstellt. Hat einen Moment gedauert. Gut, also man könnte das Ding auch vergrößern. Verkleinern wahrscheinlich auch, aber es müsste dann halt eben von der Festplattengröße derselbe bleiben. Aber dann müsste man sich mal reinpfeifen. So, Rebuild heißt wahrscheinlich neu installieren oder so. Löschen wollen wir jetzt auch nicht. So, jetzt klicken wir mal hier oben auf Konsole. Hoffentlich geht eine Webkonsole auf.
hoffe, ihr seht die Webkonsole. Muss ich mal überprüfen. Ihr seht die Webkonsole. Kekshase 2, Login. Root? Root. Passwort. Oder habe ich per E-Mail bekommen? Warte mal, ich gucke mal auf mein mobiles Endgerät drauf, ob ich da irgendwas habe. Hetzner Cloud. Der Server Kekshase 2 wurde erstellt. Ach du Scheiße, das Passwort kann ich nicht abtippern. Das muss ich hier auf meinem PC mal eben hier mir rauspulen. Ihr müsst mich mal eine Sekunde geben. Ich muss mich mal eben in meinem Webmail, weil ich das lokal jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen beschissen habe, mal einloggen. Ja, geht schon, geht wunderbar schnell. Dann habe ich das Passwort und dann gebe ich das hier einfach mal ein. Kann man das hier irgendwie, echte Maustaste, geht das? Einfügen? Enter? Geht nicht. Ja, ach ja, geht wohl. You're required to change your password immediately. Administrator enforced this. Aha, also die zwingen mich, mein Passwort zu ändern. Das Passwort war doch safe. Okay, ich gebe ein neues Passwort ein. Ach, jetzt wollt ihr das Karen-Passwort haben. Oh. Ihr sagt doch auch gar nichts, ne? Dass ich ja das alte Passwort eingeben muss. Eine Fresse. Root. Passwort einfügen. Enter. Karen-Passwort einfügen. Enter. New Passwort, das kriege ich hin. Entschuldigung, oh, das musste mal gesagt werden. So, wir sind eingeloggt. Und wir haben standardgemäß ein Ubuntu. Ach, hat man, glaube ich, auch ausgewählt gehabt mit dem Ubuntu. So, jetzt gucken wir mal, haben wir hier einen HTOP oder so? Guck mal, sogar vorinstalliert. HTOP wäre da. Noch alles, das muss ich mal überprüfen kurz. Es läuft zwei Kerne, die wir ausgewählt haben. Ich kann hier leider nicht sehen. Gut, weil wahrscheinlich dieses Konsolenfenster ein bisschen beschissen ist. Habe ich wahrscheinlich genug den RAM, den ich haben wollte, aber das sieht ja gut aus. Bei FC geht noch. Aber egal, wir kommen auf die Konsole drauf. Heißt eigentlich auch, wir können uns gleich über diese Public IP einfach mal verbinden. Das gucke ich nochmal eben im Chat. Ihr seid ja hier alle irgendwie mega aktiv scheinbar. Das darf man ja nicht außen vor lassen. So. Kauf dich mal eine Brille. Hatten wir schon. OpenStack gucken wir uns gleich an. Hier, Cone, du rennst bloß nicht weg. Ich brauche dich noch. Du bist ja meine Stütze und meine Hilfe. Habt ihr schon gedacht, du wolltest die zwei verkaufen? Ja, na klar, würde ich die zwei verkaufen. Aber wenn wir uns jetzt hier unseren D-Cloud, ich weiß noch nicht, ob irgendeiner jetzt geprüft hat, welche Domain wir jetzt kaufen. Ne, also die Cloud-Domäne werden wir noch auf jeden Fall kaufen. Und dann machen wir hier unseren eigenen D-Cloud-Cluster, OpenStack-Cluster auf. Aber das werden wir gleich sehen. So, jetzt wollte ich gucken, ob man den ganzen Scheiß sich auch per Putty verbinden kann oder ob wir wieder irgendwie, was halt eigentlich cloudmäßig richtig wäre, ob wir uns irgendwie eine Firewall-Freigabe machen müssen, wo wir irgendwie erst sagen, dass wir unsere Public-IPs auch oder unsere virtuellen Instanzen auch von außen erreichen können lassen wollen. Ach, wie auch immer, ich drücke einfach Enter und ich sehe, ich komme rein. Und dann kann ich mich hier einloggen, root, ich habe ein Passwort vorhin gesetzt und das geht. Also, ich muss ja sagen, das geht ja super, super einfach. Also, Cloud-Server ausrollen geht einfach. Jetzt gucken wir mal, habe ich eigentlich schon mehr bezahlt jetzt? Weil ich weiß nicht, 1 Cent, so langsam bin ich wahrscheinlich kurz vorm Ruin und Bankrott. 1 Cent! Puh, dafür, dass wir einmal uns eingeloggt haben und HTOP eingegeben haben, ist der Preis schon mal okay. So, er schreibt einer, nein, keine Firewall-Vorlagen, kannst per SSH reinkommen. Okay, also, aber trotzdem, ich glaube, bei den großen Public-Providern muss man das, glaube ich, standardgemäß angeben, weil es ist, glaube ich, alles geschlossen. Aber da können wir uns gleich mal reinklicken. Wir machen es jetzt gerade ja echt super langsam. Aber wir haben da jetzt was. Wir schauen mal eben drauf. Wir haben auch 35G auf unserem DevSDR1, was auch korrekt ist. Er hat hier einiges direkt schon gemacht. Wir haben ja 40G gebucht, ne? Wir beschweren uns gleich erstmal, wo unsere 40 GB sind. Jetzt sagt nicht, die sind in irgendwelchen anderen Partitionen drin. Da steht nicht 40G und dann habe ich auch keine 40G. Ne? Beschweren wir uns gleich direkt erstmal. Schön, haben wir das. Jetzt machen wir nochmal, bevor wir eine Bierpause gleich einlegen, machen wir nochmal ein Volume. Ich will ja schließlich auch sehen, wie der das jetzt anbindet oder ob der das anbindet direkt als virtuelle Maschine und ob der das auch einbindet in die Maschine. Keine Ahnung. So, wir sagen jetzt hier mal Volume erstellen. Kann man weniger machen?
10 Gig, okay, nehmen wir 10 Gig. 10 Gig ist okay. Ja, hier haben wir jetzt, das Volume heißt Entenfüße. Doppel S, scharfes S, da habe ich wahrscheinlich. Mount-Option, oh. Dateisystem wählen, X4 oder XFS. Volume haben wir formatiert und auf ihrem Server gemountet sogar. Aber jetzt kommt meine große Frage, wenn die auf meinem Server da reinmounten, haben die dann Berechtigung, auf meinem Server da drauf zu kommen? Nee, eigentlich auch nicht. Eine virtuelle Instanz. Müsste man sich jetzt mit OpenStack auskennen, ne? Wäre natürlich auch irgendwie gut. Aber, ihr wisst ja, ich habe von nichts Ahnung, also... Egal, wir drücken einfach auf den Knopf, dafür ist die Cloud ja da, dass wir keine Ahnung haben müssen. Ne, ich hoffe, ich bin da nicht alleine mit der Ahnung. So, ist drin. Von Falkenstein sind die Entenfüße eingebaut, 10 GB, was kann ich hier machen? Umbenennen, Schutz aktivieren, Labels hinzufügen, Volume anpassen. Volume anpassen, ich kann größer. Schon mal gut. Aha, okay. Ja, okay. Label hinzufügen. YouTube! Änderung besteht. Ich sehe kein Label. Egal, wir gucken jetzt auf unserem Server. Jetzt hier irgendwas passiert, df-h. FSDB ist neu. Aha, ist reingemountet. Jetzt bitte mal. Mount. Es ist also wirklich als Festplatte eingehängt. Das heißt, über OpenStack wird im Endeffekt einfach nur eine neue Disk created im Endeffekt, die wirklich dann in den Server eingehängt wird. Jetzt gucken wir mal, hängt die irgendwie im FS-Tab drin? Die hängt im FS-Tab drin. Also die können wirklich. Ist das jetzt die Disk HC7844? Das ist die. Also die können scheinbar über das OpenStack direkt in die Maschine rein und halt eben das auch einhängen und live einhängen, so dass es auch sogar eine FS-Tab drin pappt. Also nicht schlecht. Sehr steuerbar. Ich stelle mir dabei immer die Frage, ist, wenn die das so weit können, wie weit haben die denn Berechtigung, halt eben auf alles Mögliche zu schauen? Ich weiß nicht, ne? Das ist so eine schwierige Sache, immer so ein Datenschutzding. Genau die Frage stellt wieder der Typ, ich weiß nicht, der hier immer in so einem Büro sitzt, der hat so eine Krawatte an, ne? Verdient viel zu viel Geld und hat keine Ahnung. Und der stellt die Frage und sagt, ja, können die nicht denn auch auf unsere Server sich connecten? Und wir sitzen da und sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ja hier nur so eine kunterbunte Oberfläche von Hetzner. Ich gucke mal in der Dokumentation. Geht da nicht drin. Da liest ihr mal die 100 Seiten Datenschutzerklärung durch. Ja, ey, hör mal! Ich rede mich hier schon immer über die Datenschutzerklärung auf. Ne? Dann tue ich garantiert nicht. Und ich sage euch, ich schwöre euch auf meine Internetseite, kommt dieser Button mit. Ich akzeptiere alle Cookies. Ich akzeptiere alles. Kommt da nicht drauf. Leben nicht. Mach ich nicht. Werde ich auch nie tun. Also auf gar keinen Fall. Das ist die größte Lebens- und Zeitverschwendung meines Lebens. Ich würde jetzt mal zusammenrechnen und sagen, dieser Knopf auf den Internetseiten mit alle Cookies akzeptieren, nur die leichten Cookies akzeptieren und die schönen Cookies akzeptieren und ich will das auch akzeptieren und nein, ich will nicht. Ich glaube, ich habe jetzt schon in meinem Leben bestimmt 2 Stunden meines Lebens vergeudet, auf diesen Knopf zu drücken. Hochgerechnet bestimmt schon 2 Stunden meines Lebens. Die Frage ist immer nur, speichern die im Hintergrund wirklich nicht meine Cookies? Speichern die wirklich nicht meine IP-Adresse? Das kann keiner nachvollziehen. Ich kann nur auf den Knopf drücken. In den Code von denen kann ich garantiert nicht reinschauen. Nicht so aufregend, das gibt sonst einen Infarkt. Ey, mein Herz ist immer noch gut, ja? So schön, wir wissen jetzt auf dem Server, kann was laufen. Jetzt gucken wir hier nochmal das Edge-Top rein. Da dürfte ein bisschen schöner aussehen. 100 MB, 1,89 G ist doch wunderbar. So, jetzt wollen wir auf der Karre auch irgendwas installieren, bevor wir jetzt gleich in unsere Bierpause gehen, die ich schon eben angesprochen habe. Genau, Tobi, du hast recht, ich mag keine Cookies. So, weiß einer noch, wie man Docker installiert? Ne, ich weiß es nicht. Jetzt gehen hier wieder 8 Fenster auf, wenn ich hier auf die Tastatur mit dem Kopf rumdrücke. Docker install. Get Docker, da gibt es doch normalerweise so ein schönes, langes, kurzes. Mann, wo war das denn? Ich will doch nur Docker als Fast Install mit C-URL machen. Wo war das denn? Da haben wir es. So, C-URL. Bam!
Achso, muss ich vielleicht auch noch ausführen, ne? Dann passiert doch irgendwas. Dann führen wir den ganzen Scheiß auch noch aus und los geht's. Erstmal entspannen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Ich gehe mir ein neues Bier holen. Ich schalte das Ganze hier irgendwie um. Und dann sehen wir uns in wenigen Sekunden. Also ich würde mal sagen, ich brauche mal 2 Minuten zum Kühlschrank. Sehen wir uns im Endeffekt wieder. So, ihr guckt euch so lange mal ein bisschen Werbung an, glaube ich. Ich drücke hier auf den Knopf und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber dann ist die Installation auch gleich fertig. Ich komme gleich wieder. Oh, ich schreibe, der hat eine Hose an. Was? Hat seine Nachricht zurückgezogen? Was ist mit Kuchen statt Cookies? Ich mag keinen. Ja, Kuchen, ja, aber der darf nicht so. Der darf nicht so trocken sein, ne? Das ist so, mag ich irgendwie nicht. 2 Frittenkartons hinten. Was? 2 Frittenkartons hinten? Ach so, du meinst die Fritzboxen? Ja, die stehen schon lange da. Also ich kann euch sagen, die obere, die ist hier so eine illegale, ne? So eine illegale von Unity Media. Ihr habt da vielleicht in den Nachrichten hier so auf Olem oder sowas. Vorsicht, Werbung. Irgendwo gelesen, wo sie diese Unity Media Fritzboxen da auf Ebay verschachert haben für 50 Euro oder sowas. An den Boxen ist ja nichts dran. Ne, und ich kann euch mal eine Anleitung zuschicken, wie man die wieder zurückbricken kann, dass die nicht Unity Media getaggt sind. Aber da gab es ja irgend so ein Gerichtsurteil irgendwie, dass man das irgendwie nicht mehr darf oder so. Und die gibt es halt eben nicht mehr zu kaufen. Ich sag mal so rum, die kleine Greta wird das Ganze irgendwie nicht freuen, wenn die davon Wind bekommt, dass die jetzt diese tollen Fritzboxen, die super funktionieren, in den Schredder werfen müssten. Also, ja. Wenn Greta davon mitbekommt, ne, dann geht aber ab, das sag ich euch. So, ich habe keine Ahnung, ob hier noch alles läuft. Angeblich steht hier bei mir 0 Zuschauer momentan. Wenn der Stream noch läuft, dann schreibt mal einer 1. Gut, okay. 4. Also bei 4 geht es nicht mehr. 71 Zuschauer. Ich kann das irgendwie nicht mehr sehen hier. Der hat halt irgendwie abgebrochen. Also, ja, ist ja gut, ey. Alter, ist ja schon gut mit den Einsen. Okay, Stream läuft noch. Wir wissen jetzt, der funktioniert noch. Ihr könnt mich auch scheinbar irgendwie verstehen. Lassen wir gut sein. So, gehen wir weiter. Wir haben gerade irgendwie Docker installiert. Wir wissen alle nicht, was Docker und Container ist. Ich habe persönlich keine Ahnung. Ich mache nur die Videos dazu. Ne, hier sitzt immer so ein kleiner Hampelmann hier hinter, der erzählt mir, was ich sagen soll und ich plappe einfach nach. Der hält so Schilder hoch, weißt du, und hinter der Kamera und dann erzähle ich immer. Aber wir können hier einfach mal versuchen, hier so Docker, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Befehle sind. Hier Docker, run, hello world. Bumm. Unable to find. Nein! Dann wird er das jetzt wohl runterladen. Und wir sehen, unser Docker läuft hier schon mal. Also, auf unserem Server dürfen wir hier zufälligerweise sogar Container starten, was schon mal irgendwie nicht schlecht ist. Egal, das wissen wir jetzt. Wir schweifen jetzt ab. Wir wissen jetzt, unser Server läuft. Wir wissen jetzt, wir können sogar in der Cloud da so ein bisschen Volumes anhängen. Wir können Snapshots machen und so weiter und so fort. Was jetzt natürlich das Interessante dabei ist, wie sieht das aus mit unserem Netzwerk? Deswegen, ich bin jetzt einfach mal kackendreist. Wir kaufen uns noch einen Server. Server, diesmal gehen wir ein bisschen schneller durch. Server hinzufügen. Wir sollen jetzt den mal in, muss der in derselben Lokation sein? Ist eigentlich scheißegal, oder? Eigentlich muss das ja lokationsübergreifend sein, das Netzwerk. Hoffe ich jedenfalls. Also, gehe ich mal stark von aus. So, Helsinki, Ubuntu, ja, diesmal nehmen wir den kleinen Server, ne? Wir brauchen ja keine Power, haben wir ja gerade gesehen. Volume brauchen wir auch nicht. Netzwerk hat er automatisch ausgewählt, das ist schon mal gut. Und der heißt jetzt hier, die Kranich Airline. Werbung. 2,89 € kostenpflichtig bestellen, denn wir haben mit, alle, ist ja gar kein Problem. Ihr guckt ja alle kräftig meine Videos. Ich drücke so häufig wie möglich in die Videos die Werbung rein, die ihr eh alle nicht guckt, weil ihr Pi-Hole installiert habt, hoffentlich. Also vermute ich. Das nennt sich V-Switch bei Hetzner. Also V-Switch, dass das übergreifend ist zwischen den Standorten. Ja, siehst du, ihr merkt, ich habe von VMware eigentlich gar keine Ahnung. Das ist halt so. Kranich Airline ist online. Hab mich bestimmt schon 1 Cent gekostet. Guck mal, der kostet mich gar nicht 1 Cent. Der kostet mich gar nichts. Da, ich merke schon, hier Tobias und Axel, ihr habt hier die Ahnung von Netzwerk und ich habe keine Ahnung. Ich sage auch immer nur, einen 10/8 und einen Raspberry und einen DHCP-Server tut's auch. Problem. Ist nicht immer.
Ja, so. Jetzt weiß ich, dieser Server ist da. Jetzt gucke ich in mein Netzwerk. Der hängt in Private IPs. Wo hängt der denn jetzt in meinem Netzwerk drin? Also jetzt hänge ich hier schon wieder selber fest. Ich hänge an meinem Stuhl fest und ich hänge bei Hetzner fest. So, jetzt fängt die Sucherei an. Netzwerk. Hier steht nichts von Netzwerk. Hier habe ich eine Public IP. Das ist wahrscheinlich meine Public IPv6 IP. Aber hier steht nichts, dass der in diesem Netzwerk da irgendwie drin hängt. Floating IP? Keine Ahnung. Gucken wir mal hier unter Netzwerk. Ein Server nur, meint er. Nur der Kekshase 2 wäre da drin. Das ist aber schlecht. Dann hat gerade eben das automatische Ausrollen nicht funktioniert. Dann müssen wir die Kranich-Airline. Netzwerk. Netzwerk. Ach komm, geh doch weg. Netzwerk anhängen. Netzwerk. Netzwerk anhängen. So, jetzt sind wir da drin. Ah, guck mal, jetzt haben wir eine IP bekommen. Dann können wir ja wieder zurück auf unseren Server gehen. Hier. Ping, ne, erstmal ein IF-Config, wenn das geht. Guck mal, der hat eine IP-Adresse, eine 10.002. Also irgendwann, wir müssen hier mal so eine komische Talk-Runde machen im Discord und so mit euch Netzwerkern. Ihr müsst mich mal irgendwie netzwerkern. Wie kriege ich jetzt, ich habe keine Ahnung. Jetzt, also ich kann jetzt scheinbar die 10.003 erreichen. Okay, also ich kann jetzt von meinem Server, der da in, was ist das hier, Königstein oder so irgendwie steht, über mein eigenes Netzwerk, was dann über einen, ich hole jetzt mal aus, über einen SD-WAN nach Helsinki geht, um dann da zu kommunizieren. SD-WAN ist für mich, habe ich mal gelernt, und Layer 2 VPN oder irgendwie sowas, irgendwie. Ich habe keine Ahnung, funktioniert das so? Eins in Chat, wenn es so ist. Ich trinke einen Schluck so lange. Ah, vSwitch, siehe oben. Okay. Sollen wir es gleich auch noch googeln, was ein vSwitch ist? Okay, ich google das gleich auch noch. Null. Guck mal, er hat null geschrieben. Also ist es scheinbar nicht so. Okay, schön. Also wir können jetzt darüber quatschen. Wir sehen auch, wir haben eine Latenz so von 25 Millisekunden. Haltet ihr davon, sollen wir auch die Performance mal testen? Sollen wir mal ein IPerf machen? Komm, wir machen das einfach. Apt-install-iPerf. Ach ja, ich muss mir noch das Passwort jetzt holen von dem nächsten Server, und den wir da erstellt haben. Ne? Den hole ich mir mal eben hier. IP-Adresse, Putty. Neue Putty-Session. Das ist der neue Server, nur für euch. Passwort. Passwort gucken. Passwort einfügen. Change root current Passwort. Passwort kann ich. New Passwort kann ich auch. So. Haben wir if-config-a. Könnt ihr das überhaupt lesen? Ist das irgendwie nicht zu klein? Muss ich die Schriftart irgendwie größer machen oder so? Oder geht das Ganze? Jo, teste mal. Die haben genau 25 zwischen. Haben die auch. Die haben genau 25 Millisekunden. Axel Gruber. So. Jetzt frage ich dich mal, du kennst dich scheinbar auch tiefer aus. Wieso habt ihr alle so viele Informationen? Oder habt ihr einfach alle nur so viel Zeit und Freizeit und habt sonst nichts zu tun hier? Und ja. Hier wollte ich jetzt auch ein apt-install-iperf 3. So nicht. Apt. Mein apt-update, dann habe ich mich verschrieben hier. Grüße geht, ja, Grüße geht raus. Bildquali ist gut. Und wo ist Falkenstein? Ich weiß auch nicht, wo Falkenstein ist. Ich habe eben nur gesagt, ich bin hier der König, ja. Wenn lebe ich auf Falkenstein? Was dauert das hier so lange? Wer hat denn so einen scheiß langsamen Server ausgesucht? Mann, wenn ich den Typen erwische, der so einen langsamen Server ausgesucht hat. Ach, guck mal. Apt install iperf 3. Geht doch. Jetzt werden Wetten angenommen. Und was wetten wir denn? Einfach nur um die Ehre? Ich hoffe, ihr seht alles. Ich will die Fenster jetzt hier mal so ein bisschen poolen, dass alles so ein bisschen verfolgen kann. Halbwegs. Ich muss das mal so anpassen. Ich guck mal eben. Ja, ihr seht alles. Das seht ihr auch. Boah, jetzt solltet ihr eigentlich so grob alles sehen. Nochmal eben rein. So. Ich will jetzt ein paar Zahlen sehen. Wie viel Mbit? IPerf. Standard IPerf-Befehl. Ich mache nur einen Server auf. Und dazwischen, das haben wir jetzt hier Falkenstein und Helsinki. Was kriegen wir? Ich will ein paar Zahlen sehen. Sagen wir mal in Mbit oder in Gigabit. Los geht's. Ein paar Zahlen sehen. Bevor ich das jetzt. Ich bereite schon mal die Befehle vor und ihr schreibt in den Chat, wie viel Performance wir zwischen den beiden hinkriegen.
Sind noch Megabytes, egal, wir brauchen irgendwas. iperf3-s. Ich hoffe, der listet auch irgendwie da drauf. Und hier sagen wir iperf3-c. Ich weiß gar nicht mehr die IP, ich habe keine Ahnung. Ja, der sein. So. Okay, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich sag mal 100 Mbit, 365. 10 Gigabit, also 10, du musst bedenken, Matze, ne, das geht halt eben auch raus, ne, zwischen Falkenstein und Helsinki, also ich glaube nicht, dass die sowas haben. Zwischen zwei dedizierten Servern, Hellfall geht volle Gigabit durch. Okay, dann wäre noch realistisch, 900 Mbit oder 9 Gigabit, 1 Gig, 8 bis 900 Mbit, okay, gut. Ich trinke nochmal einen Schluck und dann drücke ich Enter, okay, und dann werden wir es herausfinden. So, Flasche Nummer 1 ist leer. Nummer 2 folgt. Ja, über das WLAN sollten Gigabit durch. Egal, wir gucken es halt jetzt an. Ich drücke jetzt Enter. Ja, sehr schwankend. Geht. Okay, ist doch sehr schwankend. Aber okay, also. Wir fingen stark an mit so 700 Mbit. Seht ihr, ich sehe, was ich hier markiere. Ja, ne? Ja. Mit so 700 Mbit. 800 und dann ist es eingebrochen und dann sind wir runter auf 500, 400, 400, 450. Kann sein, also so im Mittel haben wir jetzt 531 Mbit gehabt. Wir machen einfach, wir sind ja doof, ne? Wir machen den Test nochmal. Falsche Uhrzeit. Meinst du, Axel, dass er jetzt abends ein bisschen, guck mal, jetzt haben wir schon 774. Meinst du, dass die Verbindung dazwischen irgendwie abends, klar, wenn die Leute irgendwie da was rumfummeln irgendwie. Jo, Yukano hat das Bier gewonnen. Ja, jo, stimmt, Yukano hat 450 Mbit gesagt, guck mal. Du lagst echt richtig. Ja, okay, wissen wir jetzt also, es ist scheinbar schwankend. Natürlich, ist keine Frage. Mach das mal um 3 Uhr nachts, schreibt er, da geht wahrscheinlich wesentlich mehr. Also, jetzt wieder zurück zum Thema, wo wir überhaupt herkamen, zu dem Cloud-Thema. Das ist, wir beenden das Ganze jetzt so langsam auch hier. Also das Ganze mit den Servern hier. Scheinbar ist es auch kein Problem, dass ich wirklich hingehe und zwei Server an zwei verschiedenen Standorten platziere. Heißt also auch frei übersetzt, ich kann dann meinen Load Balancer hoffentlich standortübergreifend einsetzen, um dann irgendwie meinen Service sozusagen darzustellen. So, und das gucken wir uns jetzt einmal zumindest an, bevor wir das Ganze jetzt hier alles wieder kündigen und dann nochmal einen Ticken weitergehen Richtung Cloud. Vielleicht können die ja hier noch ein bisschen mehr. Denn für mich, das teaser ich schon mal an, ist Cloud eigentlich nicht nur hier dieses ganze Server, sondern mir fehlt hier ein Tab. Und der Tab heißt Services, Applikationen oder Rolle die Hetzener Kubernetes Cloud aus. Das ist das, was mir hier irgendwie absolut fehlt. Vielleicht gibt es das, ich habe es noch nicht gefunden, aber mir fehlt hier Services. Aber da kommen wir gleich, da machen wir nochmal Real Talk drüber. Schön, so, Load Balancer. Ich habe gehört, es gibt ja Load Balancer. Also ich will jetzt einen Load Balancer. Sie haben noch keinen Load Balancer. Ach was. Load Balancer erstellen. Kostet mich nur ein Heidengeld, ich habe ja schon nichts davon. Ja, so, wir haben jetzt den Falkenstein-Server. Haben einen Helsinki-Server und wir wollen jetzt in Nürnberg unseren Load Balancer erstellen. Das ist, glaube ich, der beste Plan, den man machen kann, oder? Beste IT-Architektur. Kauft mich ein. Ein Bier pro Stunde, ich bin dabei. Ich bin euer Mann. Gar kein Thema. So, Load Balancer. Performance, 2 Sterne. Ja, für unsere Anwendung reicht das, ne? Services 5, okay. Hier nennen die das jetzt auch Services schon, okay. Ich habe eben gelesen, man kann TCPs einrichten, man kann anscheinend HTTP, HTTPS und was nicht alles einrichten. Marmelade, Oma, hallo. Warum ist dein Name hier so grau hinterlegt? Warum habe ich nicht so einen hinterlegten grauen Namen, Marmeladen, Oma? Warum nicht? Ich will auch so einen Namen haben. Ah, Mann. So, Zertifikate 10. Aha, Let's Encrypt-Zertifikate oder richtige Zertifikate? Egal. So, den hängen wir jetzt in das Netzwerk rein, was wir haben wollten. Okay. Targets. Ab sofort können Sie auch Hetzner Dedicated Root Server. Das ist das, was der Keon sagte. Dedizierte Hetzner Server einhängen. Okay, ja, wollen wir. So, Services. Protokoll. Also, ich kann hier HTTP, HTTPS. Okay. Kann ich einhängen. Hoffentlich kann man hier auch so ein Redirect machen, bestimmt. Jetzt in wenigen Sekunden wird der Keon hier reinschreiben, dass man mit Sicherheit auch ein HTTP zu HTTPS Redirect machen kann.
So, wir wollen einfach mal HTTP. Vielleicht kriegen wir das hin irgendwie, dass wir vielleicht ein NGX schnell irgendwie ausrollen oder so. Mal gucken. Quellport, das liegt an der Verifizierung. Warum bin ich denn nicht verifiziert? Das geht wahrscheinlich erst ab gewisse hier Zuschauer-Gedönse-Zahlen. Ich bin da nur ein ganz kleiner YouTuber, ich kann mir eh nichts leiden. Tobias schreibt SSL-Offloading. Ja, so heißt das auf der pfSense zumindest. Er steigert mich selbst rein, weiß ich leider nicht. Aber okay, und da kommen wir gleich noch zu der Rechnung. Also, ich würde mal sagen, so eine Stunde haben wir noch. So eine Stunde werdet ihr noch irgendwie mitbringen, irgendwie. Und ja. Boah, du hast 100.000 Abonnenten? Nein! Warum habe ich keine 100.000 Abonnenten? Ich weiß es noch nicht. Werd's irgendwann herausfinden. So, Zielport ist 80. Also, ich kann hier wirklich sagen, von wo soll ich reinkommen? Wie will ich rein? Ja, 80 reicht. Wir brauchen keine HTTPS. Völlig überbewertet. Braucht keine Sau. Habe ich noch nie gehört. Health Check. Ach, guck mal, da kann ich sogar richtig hier was einstellen mit Domäne, Fahrt. Okay. Geben Sie benutzerdefinierte Response ein. Ey, ich kenne mich hier nicht aus. Statuscodes. Ja, ja, passt schon alles. Machen wir so. Algorithmus. Ah, guck mal, also kann ich sagen, also was er tun soll. Round Robin hin und her flappen. Lease Connection wäre natürlich jetzt für so eine HTTP-Verbindung sinnvoll. Damit halt eben der auch immer mit derselben IP, sagen wir, oder dieselbe Sticky Connection auf denselben Host geht. Wir wollen natürlich Round Robin, ist ja wohl klar. Und wir nennen den ganzen LB Dickbacke. Kostet mich was? 5 Euro? Hab ich nicht. Egal, bestellen, ist egal. Gehe ich halt eben in die Privatinsolvenz. Bleep, flap, auf der pfSense, mein Gott. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer sind wir überhaupt hier? Ich weiß halt gar nicht. Gucken wir mal, kann ich das irgendwo sehen? Wir sind 67 Zuschauer, glaube ich jedenfalls. Das ist schon viel. Bin stolz auf mich. Bisschen. Aber nur ein ganz bisschen. So, der ist erstellt. Keine Targets. Ja, die Targets müssen wir auch irgendwie hinzufügen. Target, Cloud-Server. Also jetzt für die, die es nicht wissen, 70, 9. Boah, guck mal, ich bin richtig gut mit 70. Erstmal mal wieder von vorne, ne? Skull. Ja, Load Balancer. Wer weiß nicht, was ein Load Balancer ist? 1 in Chat. Ganz wichtig. 1 in Chat, wer nicht weiß, was ein Load Balancer ist. Muss ich da eine Erklärung für abgeben? Ich habe keine Ahnung, wie groß ist eigentlich die Verzögerung hier zwischen Video und echt? 0! 0, 0, 1. Ich habe eine 1 gesehen. Eine 2. Eine minus 3. Also minus 3 heißt, er kennt sich perfekt aus. 5. Also eigentlich 1 war nur einer. Simon, du hast Pech. Ganz einfach. So, dann wählen wir jetzt aus. Targets hinzufügen. Cloud Server. Kekshase 2. Mit der Server ist nicht im selben Netzwerk wie der Load Balancer. Warum nicht? Ich habe den doch ausgewählt. Okay, stopp. Alles zurück. Load Balancer Networking, Netzwerk anhängen, Netzwerk anhängen. Also, wir haben jetzt den Load Balancer in unser eigenes Netzwerk eingehängt und der hat eine eigene IP bekommen. Okay, Graphen, Übersicht, Targets, Targets hinzufügen, Cloud Server, Kekshase, Private IP, Kranich, Private IP und hinzufügen. Boah, ich habe irgendwie das Bier, das kommt mir schon irgendwie, das schlägt schon aufs Herz irgendwie, ne, also... Ja, bis ihr kommentiert habt, bin ich schon längst fertig mit dem Netzwerk einhängen. So, jetzt haben wir Load Balancer. Hat eigentlich unser Load Balancer eine IP-Adresse bekommen? 2 Targets. Ach, guck mal, ich kann nur 25 Targets einhängen. War ganz schön schlecht, oder? Erstmal nachher beschweren. Ah, okay, da kann ich also 5 Services einhängen. Zertifikate, Preis 5 Euro, öffentliches Netzwerk. Wollen wir nicht deaktivieren? Health-Status, not available. Healthy. Es ist healthy. Jetzt ist nicht mehr healthy, jetzt ist nur noch einer da. Wieso ist denn jetzt los? Ich würde mal sagen, auch unsere Ports sind irgendwie noch nicht erreichbar. Wir haben ja auch keine NGX-Server laufen. Deswegen alles rot. Nein! Fuck! Wie kriegen wir jetzt am schnellsten auf Docker ein NGX am Laufen, wo vielleicht eine Default-Page steht? Ich habe doch keine Ahnung. Wir versuchen uns einfach mal mit Docker, ich habe keine Ahnung, Create ist das, glaube ich, Docker Create NGX. Minus P 80. Hoffentlich. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das Ganze müssen wir, glaube ich, aber auch noch auf dem anderen Server machen.
wo nichts läuft, wo noch kein Docker installiert ist, wo wir uns eben schnell den Docker-Krim-Bimmel hier holen müssen, einfügen, schnell installieren. Für die, die das eben nicht gesehen haben, ja, wie immer, die haben alle Pech, ne? Ist mir ja egal, ne? Also. Nein, Tobias, wir installieren das heutzutage nicht mehr raw hier auf dem Server mit apt-install Apache. Wir nutzen Container. Minimum-Container. Eine Mücke, oder? So, läuft jetzt hier was? Docker ls. Ne, Docker ps? Läuft nicht, wieso nicht? Docker run. Habe ich die Docker create gemacht? Wie war das? ps minus a oder so? Hier läuft was. ngx, der ist nur created. Docker von den Starten oder so? Docker start. Räumen wir mal hoch. Nehmen wir den mal und starten ihn mal. Oh Gott, ihr seid alle so fleißig. Ich kann gar nicht so schnell lesen und arbeiten. Ey, wie soll ich das denn hinkriegen? Ich bin doch keine Frau. Bin nicht multitaskingfähig. Ja, ich will den Load Balancer zeigen. Ja, love it. Kommt doch auch mit klar. Lieber alles in die Cloud oder ein Dedit-Server mit Proxmox? Ja, das ist das, weswegen wir hier zusammen sind, um das herauszufinden, Simon. Wir werden gleich noch eine kurze Rechnung machen, damit wir feststellen können, ob das der Fall ist. Ich hoffe ja auch, dass nach dem Stream Hetzner mich anschreibt und ich meinen Server kostenlos, weil ich für euch so viel Werbung mache. Glaube ich aber nicht. So, läuft jetzt hier Docker ls. Ach, Docker ps? Wieso läuft der denn nicht? Docker psa? Der ist exited. Warum? Docker log. Docker log wegen dem hier? Warum? Oh, was will der denn haben? Docker log gibt's hier nicht mehr? Docker Logs heißt das. Mann, ihr könnt mir doch mal vorher sagen, dass das Docker Logs heißt und nicht Docker Log. Minus P not found. Okay, pass auf. Docker Run. Machen wir anders. Minus P 8080 NGX. Läuft. Machen wir jetzt hier auch. Docker Run. Minus P 8080 NGX. So. Einmal kurz Kommentare lesen und dann komme ich zur Erklärung. Lieber alles in die Cloud. Da, zu der Frage, die kommen wir nachher. Also Simon, du musst dich noch gedulden, so ein bisschen irgendwie. Docker im Productive, puh, dann lieber ein Kubernetes-Cluster. Aber sowieso eher Fan von Beral. Was? Beral? Was ist Beral? Gehört. Hetzner Kunde fragt mich, ob Cloud oder Dedicated. Dann hole ich mir eben was zu essen und dann sehen wir weiter. Genau, Simon. Geh dir was zu essen holen, chill dein Leben und dann sehen wir weiter. So, unsere Server laufen. Unsere Server laufen hoffentlich einfach irgendwelche Default-Pages. Wir können aber trotzdem nicht erkennen, welcher Server gemeint ist, aber es ist egal. So, also, die laufen jetzt. Die hören alle auf Port 80. Ich hoffe, dass auch die Firewall irgendwie auf Port 80 auf unseren Public-IPs frei ist. Fangen wir damit an. Server. Kekshase-Server. Das ist die Public-IP kopieren von unserem Kekshase-Server. Ich öffne meinen Browser und ich gebe da eine IP ein. Und da steht was. Könnt ihr es glauben? Mein erster Webserver im Leben. Machen wir gemeinsam eine Website? Ach, machen wir ja eh. Wir machen ja die Cloud demnächst auf. Ich hoffe, irgendeiner von euch hat die Domain schon gebucht. Ne? Ich warte eigentlich nur drauf, dass wir jetzt hier im Chat erfahren, welche Domain wir jetzt für unsere die Cloud benutzen. So, das heißt, auf dem Server läuft schon mal was. Das heißt, wir gehen jetzt auch auf den zweiten Server und das ist der Kranich und wir sagen kopieren und ich füge die IP ein und läuft. Mein zweiter Webserver in meinem Leben. Mein zweiter. So, jetzt nehmen wir die IP-Adresse vom Load Balancer. Load Balancer, der müsste jetzt hier auf grün sein, oder? Health Status Mixed. Habt ihr gesehen? Jetzt ist er auf grün gegangen. Hält sie. Leck mich am Sack. Darauf trinken wir erstmal einen, ne? Wahnsinn. Hält sie. Alle Dienste sind fehlerfrei. Habe ich noch nie gesehen bei meinen Webseiten, dass da steht, alle Dienste sind fehlerfrei. Noch nie. Schön. So, und jetzt nehmen wir die IP von dem Load Balancer und posten die hier oben rein. Eins in Chat, wenn es funktioniert. Eins in Chat, wenn funktioniert. Ich bin gespannt. Also ist ja ungetestet und ich habe es ja echt noch nie gemacht, ne? Und wenn ich das schaffe, dann schafft das auch jeder andere. Ach, jetzt geht hier wieder mein Musikfenster auf. Axel schreibt eins.
Eins, eins, drei, vier Einsen. Oh, oh. Okay, es wird funktionieren. Also, muss funktionieren. Ich drücke jetzt Enter, okay? Ja, mega. Wieso? Tobi schreibt null. Du bist ein Arsch. Du bist ein echter Arsch. So, funktioniert. Können wir jetzt auch hier irgendwas sehen, dass der Load Balancer was angenommen hat? Ach so, hier, Cohen, du bist auch wieder Experte. Wie sieht's mit dem Traffic auf dem Load Balancer aus? Bezahle ich dir auch für extra oder kostet der einfach 5,80 Euro da, der Load Balancer, und ich habe Traffic wieder unlimited? Graphen, offene Verbindung. Also, ich muss sagen, also wenigstens haben sie echt anschaulich gemacht. Bandbreite, cool. Targets, Targets, Targets ist auch cool. Kann man hier mehr sehen? Health Status anzeigen. Ausgehend 20 Terra, okay. Services, also wie gesagt, erstmal hat ja unser Service jetzt hier mit Port 80 wunderbar funktioniert. Also, Incoming ist frei. Hetzner nur ausgehender Traffic. Heißt aber auch, wenn ich über den Load Balancer eine Webseite, als Beispiel eine Webseite anfrage, heißt das aber auch, die Anfrage rein, das ist ja nur Pillepalle. Da reden wir ja über ein paar Bytes oder über ein paar Kilobytes. Aber rausgehend, wenn, ne, ihr kennt das ja, meine Porno-Webseiten, ihr kennt meine Seite, ne, aufruft, dann streame ich aus meinem Server durch den Load Balancer durch euch raus. Heißt also, mein Traffic ist gebumst. Tobi fragt gerade, auf welchem Server ich bin. Ja, das habe ich versucht herauszufinden. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist auch meine Putty-Sessions. Ach doch, da guckt doch mal hier. Ihr könnt da doch mir sagen, dass ich meine Putty-Sessions aufmachen kann und dann sehen kann, wer auf mich zugreift. So, deswegen gucken wir mal. X. Aber pass mal auf, wir machen einmal andersrum. Ihr seid doch auch live dabei, ne? Ich schreibe euch jetzt mal eben in den Chat die IP-Adresse und ihr greift mal darauf zu und könnt im Livestream auf den beiden Servern sehen, dass es da was passiert und da was abgeht, okay? Poste euch mal eben in den Chat die IP. 167-233-14 und 236. Bumm, jetzt seid ihr gefragt. Und im Stream könnt ihr die beiden Putty-Fenster sehen und, ja, dann werden wir sehen, dass hier irgendwie was kommt und dann sehen wir auch, dass hoffentlich Verbindungen kommen von überall. Da, es geht was ab. Ach du Scheiße. Okay, ihr seht, der Load Balancer funktioniert. Es wird viel F5 gedrückt. Ich sehe immer dieselbe IP. Ja, ihr seid, oh, guckt euch das an. Jetzt haben wir gleich Traffic generiert wie bekloppt. Okay, jetzt werde ich schon gededost. Ach du Scheiße. Oh oh. Okay, alles klar. Wir müssen den Load Balancer abschalten. Okay, wunderbar, wir wissen, funktioniert. Ich komme jetzt nochmal zurück zu dem Kion, ich glaube, so heißt du. Ja, wir wissen jetzt zumindest, der Load Balancer, den du bei mir hier über Discord, hier wird aber jetzt gerade verdammt viele F5 gedrückt. warte mal, jetzt sind wir ein Arsch, können wir den irgendwie abschalten oder deaktivieren? Deaktivieren. Öffentliches Netzwerk deaktivieren. Klick. Jetzt rufen wir unsere Putty-Fenster wieder auf. Ich bin schlauer als ihr. Ich kann mein Load Balancer einfach deaktivieren und ihr könnt nicht mehr auf mich zugreifen. Guck da blöd, ne? Ja. Cohen, was wolltest du noch wissen vom Load Balancer? Ich habe selbst keine Ahnung. Ja, Verbindung abgelehnt. Ist ja wohl klar, weil ich hier deaktiviert habe. Bin ja auch ein schlaues Bengelchen. Was wolltest du da noch wissen irgendwie? Müssen wir uns hier noch mal angucken irgendwie, Cohen? Also ich muss sagen, funktionieren tut es ja scheinbar gut. Wenn ich das Ganze hier auch irgendwie mit HTTPS, ich guck mal irgendwie, neuer Service, Protokoll, HTTPS, ja, Zertifikat hinzufügen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Let's Encrypt Zertifikate machen könnte. Wahrscheinlich schon, gehe ich fast von aus, dass man aber machen kann. Wäre für mich natürlich oder für viele von uns, die natürlich privat diesen Cloud nutzen, irgendwie interessant oder auch relevant. Sagen wir mal so rum. Ach guck mal, der Tobi schreibt gerade, die anderen IPs sind noch offen. Das ist natürlich eine gute Sache. Da hat er natürlich vollkommen recht. Jetzt müsste man natürlich hingehen und von den anderen Servern die Public IPs natürlich abschalten. Mein Gott, wenn ich euch nicht hätte. Aber ich kann nur zum eins von anderen kommen. Ich hoffe, dass man dann hier auch dann die Let's Encrypt Zertifikate hinzufügen könnte, denn jo, ich bezahle keine normalen Zertifikate, mir reicht ja das. Das sollte mit Sicherheit auch gehen. Ich denke mal, irgendeiner schreibt jetzt ja in den Chat und dann weiß ich, dass man auch hier Let's Encrypt Zertifikate hinzufügen kann. Dann ist es gut und dann bin ich sehr zufrieden.
Schön. Was wollten wir jetzt haben? Ja, Änderungen verwerfen wollen wir nicht. Wir wollten jetzt gucken, da schreibt einer schon, ja, das geht. Dann können wir jetzt einfach mal hingehen. Ja, aber Tobias, wenn ich einen Load Balancer habe und ich will von außen auf meine Services zugreifen, ohne mich irgendwie einzuwählen mit VPN oder Co., dann komme ich ja nicht mehr dran an die Kisten. So, wir gucken aber mal eben auf dem Server, ob wir mal die Public APIs ausschalten können. Ne, ich klicke jetzt ein bisschen schneller, ich merke schon, ihr seid alle super Experten. Also gehen wir jetzt hier hin und sagen mal Netzwerk. Wo ist meine da ist meine öffentliche Adresse. Okay, ich kann sie scheinbar zumindest hier nicht deaktivieren. Geht scheinbar nicht. Ich kann sie nicht löschen oder Reverse DNS bearbeiten, das ist mir egal. Kopieren. Hier unter Netzwerk jedenfalls kann ich es nicht. Übersicht. Hat einer eine Ahnung, wo ich Public? Nein, du musst das Public Interface abschalten am Server. Ja, das suche ich ja gerade, aber ich finde es nicht. Netzwerk. Floating. Also ich finde nicht, wie ich meine Public IP-Adresse entfernen könnte oder ausschalten könnte. Was? Am Server, nicht im UI. Also wirklich, echt jetzt? Okay, das ist natürlich scheiße. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir sind ja Experten. Nein, macht ja nichts. Aber trotzdem, wenn wir jetzt dabei sind, ich könnte jetzt ja auch überlegen, das Ganze irgendwie über irgendwelche gewissen über gewisse Regeln zu managen. Die Frage ist ganz einfach, kann ich denn das Ganze irgendwie hier Firewall-Regeln irgendwas in der Richtung machen? Habe ich nichts von gesehen, dass ich hier irgendwie, zumindest schon sogar aus dem Level heraus, irgendwie sagen könnte, blocke mir doch bitte gewisse Sachen weg. Kann der Load Balancer das vielleicht? Hört der Load Balancer nur auf Port 80? Siehe oben, Tobias schreibt irgendwas auf die drei Punkte rechts. Nein, geht nicht. Habe ich doch gesagt, bei Server, Netzwerk. Drei Punkte kann ich nur Reverse DNS setzen, aber keine IP-Adresse. Nein, keine Hardware-Firewall bisher noch nicht. Okay, also das ist nicht schlimm im Endeffekt, aber trotzdem ist das so ein Feature, was ich mir irgendwie so ein bisschen wünschen würde. Also dass man wirklich sozusagen eine Firewall hat auf den Services, wenn ich da eine Public IP sitzen habe, damit man da irgendwie ja, so ein bisschen noch dran rumwerkeln kann. So habe ich jetzt genau das Problem, was der Tobias hier gerade angesprochen hatte. Habe ich halt das Problem, dass ich jetzt auch noch von den Public IP-Adressen erreichbar wäre. Ja, aber mein Gott, egal. Eben habe ich gerade irgendwo gelesen, ob man sich irgendwie selber dagegen schützen kann. Ja, die Antwort lautet jein. Also schützen dagegen ist wahrscheinlich sowieso relativ schwer. Da du über das Netzwerk von Hetzner kommst, also oder andersrum, der Angreifer einer DDoS-Attacke kommt über das Netzwerk von Hetzner zu dir auf den Server. Heißt also, die werben auch damit, die haben eine DDoS, eine DDoS sowieso, ein DDoS-Schutz im Endeffekt. Das heißt also, die Hardcore-DDoS-Attacken werden bei denen wahrscheinlich rausgefiltert, die haben wahrscheinlich ein etwas höheres Level, aber trotzdem, also ab wann der DDoS-Schutz einsetzt, aber trotzdem kann es natürlich zu deinem Server mit irgendwelchen Attacken trotzdem noch irgendwo kommen. Da kannst du natürlich richtig DDoS nicht einsetzen, also einen DDoS-Schutz einsetzen, sondern mir ist zum Beispiel nur bekannt, dass du halt eben entsprechende IPs dann blockierst. Und klar, dafür gibt es irgendwelche Tools, mir fällt jetzt ein, hier irgendwie Fail to Bun, aber das ist protokollbasierend im Endeffekt. Protokollbasierend, dass du hingehst, dass der erkennt, bei 10 Versuchen auf dein Port SSH oder auf deinen Dienst SSH hast du halt, wird halt eben die IP-Adresse über IP-Tables dann einfach gesperrt. Wichtig dabei ist immer noch, trotzdem wird dein Server dann belastet. Das heißt, eine Anfrage kommt immer noch bis zu deinem Server an, aber der muss dann in den IP-Tables so lange gucken, darf ich die Anfrage annehmen oder darf ich die Anfrage nicht annehmen? Ja, also deswegen, und hier schreibt gerade noch einer, ist komplett für den Arsch der Schutz. Das ist halt so eine Sache, die können mit vielem werben, aber man weiß es halt eben einfach nicht, ne? Und ich glaube nicht, dass die mit einem offenen Arsch im Internet stehen mit ihrer Dokumentation und sagen, was da für ein Schutz ist und wie für ein Schutz und so weiter und so fort. So, ich glaube, ich muss mal eben noch mal ein paar Kommentare lesen, bevor wir jetzt dann das ganze Thema hier langsam beenden. Wir wissen ja, es funktioniert ganz gut, ich kann viel machen, ich kann Volumes anhängen,
Ich kann Floating IPs machen. Habe ich denn Netzwerke? Habe ich noch geguckt? Netzwerk, ich mache noch eins erstellen geht, ich mache noch eins, ich mache noch eins. Also Netzwerke kosten mich hier scheinbar kein Geld oder irgendwie. So, jetzt mal eben kurz bei euch mal wieder interaktiv lesen. Ich habe keine Ahnung. Okay, da habe ich auch keine Ahnung von. Und ja, da habe ich auch keine Ahnung. Die 10 Regel-Firewall von Dedicated Servern ist auch nicht der Kracher. Habe ich noch nicht reingeschaut. Hier da eine Firewall? Ich guck mal eben. Muss ich aber ein anderes Fenster mal eben für nehmen. Ihr sollt und dürft ja nicht immer alles sehen. Ne? Also, ihr dürft ja schon viel sehen, aber nicht alles. Ihr dürft ja nicht sehen, dass ich hier 20 Server drin habe. Gucken wir doch. Nein, das war nicht das, wo ich hin wollte. Da wollte ich hin. Und ich guck mal unter Server. Da, Firewall. Gut, da kann man also was. Doch, da kann man was einregeln. Aber da schreibt einer, es ist zumindest nicht der Hit. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, auch wenn es vielleicht nicht der Hit ist, aber es ist in Ordnung. So, was haben wir denn noch? Marmeladenoma, ich hatte bisher jetzt echt wirklich gute Erfahrungen. Dankeschön, ist leider kein komplexes und teures Problem. Verstehe, dass sie nicht gemacht wurde. Okay, ihr seid euch fleißig im Unterhalten, ich merke schon. Aber jetzt gehen wir mal zurück und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir die Server und den Load Balancer einfach wieder töten und dann uns einfach mal einer kleinen Rechnung mal irgendwie widmen. Also, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt einen Load Balancer eingerichtet und zwei Webserver meinetwegen. Meinetwegen ist das jetzt unser Szenario. Und unsere Server sind ja auch sogar klein gewählt. Und wir haben uns den Load Balancer gewählt, der am kleinsten ist. Also wir konnten nichts anderes machen. Also gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir rufen mal den Taschenrechner. Dieses hübsche Ding hier. Für euch auch im wissenschaftlichen Modus, damit ihr das auch versteht. Andersrum. Das ist ja falsch rum. Im Standardmodus, damit ihr den Taschenrechner versteht. Wissenschaftlich verstehe nur ich. So, also wir haben hier 5,68 Euro. Kostet uns der Load Balancer im Monat, egal was wir damit machen, der kostet uns dann. Unsere zwei kleinen Serverchen, einer ist ein bisschen größer, einer ist ein bisschen kleiner. Man kann vielleicht habe ich auch nie nachgeguckt, bei dem Load Balancer irgendwelche Metriken angeben oder Gewichte mit angeben. Vielleicht. Ach guck mal, er sagt gerade Stornier einfach, ich gehe auf Kostentab, oben rechts unter User-Icon. Kosten. 2 Cent. Alter, ihr habt mich 2 Cent hier gekostet. Ich glaube, ich muss erstmal jetzt 6-fach Werbung einblenden, wenn das überhaupt geht. Mir geht ja irgendwie nicht. Funktioniert ja irgendwie nicht, keine Ahnung. Aber ihr könnt mir einen Kaffee spendieren. Das könnt ihr machen. So, 2 Cent, aber da sehe ich jetzt nicht, was es virtuell kosten würde. Kostet mich 4,05 Euro der Server. 4,05 Euro. Plus der andere Server kostet mich. Das war der Server hier. Ich habe mich zu schnell verklickt. Kostet mich 2,89 Euro. Kostet mich plus 2,89 Euro. So, sind wir bei Schlage 12,62 Euro. Aber. Für 12,62 Euro. Und das ist unser Maximalwert. Haben wir. Prost erstmal, einer schreibt hier irgendein Getränk, also erstmal wieder Prost an alle, wir trinken erstmal wieder ein. Für 12,62 Euro haben wir einen Load Balancer, der scheinbar einrichtbar für den Dummen ist. Brauchen wir, viele sind heute in der IT dumm. Kennen wir ja unsere Schlipskragen-Typen, ne? Die können dann auch. Und ja, inklusive Traffic. Ich glaube, 20 Terabyte Traffic ist okay. Haben wir halt eben einen Load Balancer für 5 Services, also nicht nur für einen Service, sondern für mehrere Services und 2 Server dahinter, die lokationsübergreifend sind, wo die Verbindung dazwischen echt gut ist. Also jetzt, wir reden jetzt nur von 2 Webseiten, ne? Oder man könnte jetzt natürlich mehrere Webseiten da drauf machen, die dann einfach load balanced werden. Das ist schon in Ordnung. Und hier schreibt auch einer 20 Terabyte für Traffic aus privat, auch wenn man mehrere Webseiten hostet, ist in Ordnung. Ja, ihr schreibt gerade alle plus Traffic, aber dafür muss man einfach seinen Traffic kennen. Und mit unserer Pornoseite kann es natürlich sein, dass wir da das Ganze so ein bisschen sprengen. Aber wenn wir über normale Internetseiten reden, geht's halt eben nicht. 20 Terabyte an Traffic muss man auch echt schon mal hinkriegen, ne? Klar, mach OwnCloud drauf und dann ist das nicht viel. Dann ist das nicht viel, das stimmt, Axel. Also ich habe selbst ein OwnCloud laufen.
wo noch mehrere drauf zugreifen. Ja, und da laufen noch ein paar mehr Daten drüber als so ein paar hier Excel-Tapeten oder sowas. Da kommt natürlich schon einiges bei zusammen. Das Ganze muss man halt eben im Hinterkopf behalten. Aber trotzdem, da kommen wir jetzt gleich zu, ich gucke es mir gerne einmal an. Trotzdem bezahlen wir jetzt 12,50 Euro wirklich für eine super hochverfügbare Lösung, wo ich sogar ein internes Netzwerk habe, einfach zu administrieren, für den bescheuerten Administrator sogar mit irgendwelchen Graphen, die ich mir hoffentlich auch rückwirkend, guck mal, für 30 Tage sogar, anschauen kann, ist der Preis meiner Meinung nach echt gut. Wir hatten eben Netcap auf. Jetzt gucken wir mal, was wir für 12 Euro als V-Server hier bekommen würden. Hier, der würden wir bekommen. Zwei Kerne, 16 Gig RAM, 320 Gig SSD, 80 Terabyte Traffic. Würden wir da als V-Server bekommen. Also so können wir erstmal dabei erstmal gar nichts sagen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. 15 Euro hätten wir schon 6 Kerne. Okay, die Frage ist halt eben, was hängt da wieder drunter, wissen wir nicht. Aber ich gucke mal eben einmal, wir gehen einmal zum Hetzner allgemein, hetzner.de. Was kostet uns denn da ein vergleichbarer Server? Die haben doch auch V-Server, oder? Haben die nicht auch V-Server hier bei Hetzner? Ja, scheinbar nicht. Managed. Webhosting Managed Server? Ne, haben die nicht. Och. Ist das nicht? Echt nicht. Okay, lassen wir das Thema. Haben sie nicht. Also wir haben hier keine V-Server rumdümpeln. Ja, guck mal, hier schaut auch einer mit Traffic. Aber pass auf, wenn wir jetzt schon alle über Traffic reden. Wir wollen die Preise sehen, wir wollen die Preise sehen. Wo sind hier die Preise? Wo finde ich die Preise für Traffic? Traffic-Preise, ich finde nichts. Limits, da Kosten, Rechnungsübersicht, Guthabencode. Ja, da kann mir einer schon mal einen Guthabencode geben, dann kann ich ein bisschen mehr ausprobieren. Limits, Support. Alter, okay, Hetzner Cloud Traffic Kosten. So, schauen wir mal. Steht hier nicht. Anbindung und Traffic. Ach, guck mal. Anbindung und Traffic. Traffic Überschreitung. Sofern sie andauern, aber schon bieten wir ihnen eine. Weil, also man kann scheinbar, wenn man sowieso weiß, man überschreitet seine Terabyte, dann kann man für 1,16 Euro pro weiteres Terabyte dazu buchen. Okay. Traffic Limit Reporting, Traffic Verbrauch. Okay. Also man kann also Wasser zubuchen. Möglichkeit 2. Nicht in der Terminal. Ah ja. Aha. Also man kann das dann bei denen mit rein. Man kann sie dann kontaktieren über den Robot. Und dann kann man sich weiteren Traffic freischalten lassen, solange ist man limitiert. Ah, 1,16, alles klar. Also haben wir das auch. Also jetzt müsste man im Hinterkopf halten, wenn man mehr Traffic hat, was man vorher analysieren müsste oder vorher wissen müsste, ne, was jetzt nicht unbedingt der Hals- oder Beinbruch ist, dann kann ich hingehen und kann das Ganze im Endeffekt, ja, mir vorher kalkulieren, was kostet mich der Scheiß. Und jetzt trotzdem, realistisch, ich hau's jetzt einfach mal raus, weil ich es einfach mal raushau und weil ich es raushauen kann oder will. Der Preis ist für das, was wir jetzt gerade erstellt haben, im Vergleich mit unserer Hochverfügbarkeit, mit unserer Administrierbarkeit, mit unserer Ausfallsicherheit. Wir haben nicht nur irgendwie ein Stück Blech irgendwo rumstehen. Ist der Preis, also ein Stück Blech, der uns auch als dedizierter Server kaputt gehen könnte, ist der gut. Also kann ich mich nicht beklagen. Die Frage ist, wenn ich jetzt hingehe und ich will das ja, wir wissen ja, wir machen ja viel mit Proxmox, ich will selber so einen Host noch weiterhin betreiben, kann ich ja machen, keine Frage, ist der halt trotzdem wieder virtualisiert. Das heißt, ich habe kein wirkliches eigenes Stück Blech, sondern ich rede halt eben wirklich immer über virtuelle Maschinen. So, dass ich natürlich meine dedizierten Server bei Hetzner auch mit einem eigenen WLAN miteinander verbinden kann. Wahrscheinlich nicht standortübergreifend, das weiß ich jetzt gerade nicht. Würde mir aber trotzdem auch meine Hochverfügbarkeit bringen. Deswegen muss man das Ganze jetzt mal so im Raum stehen lassen, ob das so gut ist oder schlecht ist.
Genau, der Tobias schreibt es gerade, dedicated mit Poxmark fühlt sich zumindest besser an. Ja, das ist halt eben das, so das Gefühl, was wir, ne, ich sag jetzt mal Administratoren, vielleicht ist doch eine andere Architekt oder sonst was hier dabei. Ja, das ist halt so eine Sache, das Gefühl, das Brauchgefühl. Bei Cloud, du weißt nicht, wo was ist, wir wissen nicht, wo bei OpenStack wo was liegt. Ja, wir wissen einfach nur, dass OpenStack echt gut funktioniert. Viele große benutzen es. Aber trotzdem, ich als buchbarer, da guck mal, da schreibt einer, WLAN bei Dedicated geht. Also standortübergreifend, also wissen wir das auch schon mal. Selbst dann habe ich dann halt eben wirklich die Möglichkeiten, dass ich dann beim Dedizierten, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, ich will was Dediziertes, da habe ich Unlimited Traffic, soweit ich weiß. Das zumindest steht hier auf der Seite nichts anderes. Wenn ich jetzt einfach mal irgendwo hier reingehe, Traffic, Software, irgendwie unter Infrastruktur oder so. Oh nö, Traffic, also ich glaube, da habe ich halt eben Unlimited Traffic. Also wenn es mir auf Traffic ankommt, ist das natürlich eine Lösung. Keine Sorge, was soll euch denn passieren? Im schlimmsten Falle raucht euch der Server ab. Klar, im allerschlimmsten Falle raucht euch in eurem dedizierten Server euer Raid weg. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch keine Ahnung, wie schnell Hetzner ist, wenn in eurem Raid eine SSD oder eine HDD oder sonst was wegknallt. Wie schnell die sind, halt eben was zu ersetzen, um den Spiegel wiederherzustellen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, aber trotzdem ist das halt eben so ein Bauchding. So, aber trotzdem muss ich sagen, irgendwo sagt mein Bauch immer noch dediziert, ist irgendwo schöner. Aber trotzdem, ich gebe der Hetzner Company AG GmbH eingetragene, was weiß ich was, definitiv Daumen hoch für ihre Oberfläche, die ist ja echt intuitiv, einfach zu verstehen. Ich sehe alles, ich weiß, wo was ist. Toll, kann nicht so viel sagen. Damit haben wir, glaube ich, jetzt erstmal zumindest das Thema die Cloud. Ich weiß nicht, ich habe immer noch nicht im Chat gesehen, welche Domäne wir jetzt buchen. Wie heißt das? Jetzt habe ich wieder den Faden verloren, weil ihr immer noch nicht die Domäne gebucht habt, verfickte Scheiße. Ja, haben wir jetzt gesehen, es funktioniert ganz gut. Aber, das hatten wir schon mal. Was ist denn dein SLA? Mein SLA? Also, ich komme aus nur ziemlich großen Enterprise-Umgebungen und da ist mein SLA definitiv zumindest 4 Stunden vor Ort. Also 4 Stunden vor Ort, 4 Stunden noch nicht Problem gelöst, muss nicht sein, aber zumindest 4 Stunden vor Ort mit Ersatzteil. Das ist mein SLA. Rund um die Uhr, 24/7. 365. Auch ein Silvester, wenn wir besoffen in der Ecke liegen irgendwo. Auch dann. Das ist meine SLA. Und dann hoffe ich, das kann Hetzner. Hoffe ich jedenfalls. Weil Hetzner hat mit Sicherheit mit seiner Hardware auch irgendwo irgendwelche Serviceverträge. Also würde ich sagen, 4 Stunden vor Ort mit Ersatzteil. Ja, kündige den Kram erstmal. Ja, okay, wir kündigen den Kram jetzt erstmal. Ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Ich verdiene ja eh nichts an euch. Also kann ich auch hier einfach kündigen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich drücke jetzt erstmal auf Aus. Aus. Server's aus. Kein Problem. Das finde ich ja gut. Knopf, der Server's aus. Ha. Könnt ihr nicht, ne? Ich kann das. Weil ich habe ja die Cloud von Hetzner. Aus. Zack. So, Server's aus. Kann ich den Load Balancer auch ausschalten? Kann er nur löschen. Okay, dann kündigen wir den ganzen Scheiß jetzt. Los geht's. Ich klicke hier auf Löschen. Load Balancer löschen. Name der Ressource. Den kopiere ich mir doch einfach. Ist doch viel einfacher. Load Balancer löschen. Das ging ja schnell. Das war ja einfach. Server. Der Server. Löschen. Server löschen. Kopieren. Einfügen. Löschen. Und das hier. Löschen. Oh, den kann ich nicht löschen. Beim Löschen werden alle laufenden Prozesse gestoppt, jegliche Daten im Backup-Server werden zerstört. Warum die bleiben erhalten? Okay. Warum kann ich den. Dieser Server hat angehängte Volumes. Ach du Scheiße! Okay, Volume, Entenfüße. Volume, Entenfüße. Okay, der heißt so. Volume, aushängen. Machen wir erstmal das. Ja, ist ja gut, die kosten trotzdem. Wir löschen sie ja gleich. Ganz in Ruhe. Hetzt mich nicht, ja? Ich habe Urlaub. Kann mir da leisten. Volumes. Löschen. Kopieren. Einfügen. Löschen. So. Prost. Server. Löschen.
Löschen. Guck mal, der hat uns wenigstens schon mal darauf hingewiesen, dass wir noch ein angehängtes Volume haben. Hätte ich schon längst vergessen. Kopieren, einfügen, löschen, bestätigen. Server ist gelöscht. So, ich glaube, wenn ich jetzt über meine Projekte hier gehe, 0 Server, 1 Mitglied, wir sind wieder bei Status 0, weil ihr mich so gehetzt habt. Löscht jetzt alle Server, löscht jetzt alle Localhands endlich. So, jetzt gucken wir uns die Rechnung an und die schicke ich euch. Nicht ich. Ihr bezahlt die Rechnung. Kosten. 3 Cent. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ne? In dem nächsten Video kommt 12 Mal Werbung. Minimum. Ja, nächste Video. Morgen, übermorgen mal gucken. Mit wie installiere ich Bitwarden mit Traffic und sonst was. 12 Mal Werbung. Minimum. R13. Schön. Haben wir jetzt die Hetzner Cloud gesprengt und wir wissen, die funktioniert gut. Ja. Kion. Du warst das. Hier, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Flintstone, ne? Wie hieß die hier im Discord? Hab deinen Namen. Frankenstein. Haken oben rausnehmen bei CPU und RAM vergrößern. Ach so. Ja, kosten ja 3 Cent, habe ich auch gerade gesagt, ne? Wir haben jetzt für unseren ganzen Spaß hier 3 Cent bezahlt. Ja, klar, das ist vollkommen in Ordnung. Da kannst du nichts sagen, ne? ja, ich bin insolvent, das stimmt. Genau, der Tobias schreibt gerade, bei mir Coffee. Nein, Spaß. Also, es funktioniert gut. Ganz ehrlich, müsste man sich jetzt für sich selber durchrechnen, was man so an Services hat. Man muss durchrechnen oder auch dann überlegen, wie sehr will ich meine Services irgendwo trennen. Klar, ich ganz ehrlich, eigentlich ein Proxmox darauf zu betreiben, ist natürlich totaler Blödsinn. Ne? Das macht einfach keinen Sinn. Das ist irgendwie weit fern. Also wenn, muss ich dann natürlich dann meine Server, die ich hier unten auswählen kann im Endeffekt, die muss ich dann wirklich dann so wählen, dass ich dann darauf meine Dienste wähle mit der entsprechenden Größe. Wir haben ja gesehen, ich kann sie größer, kleiner machen. Wenn ich merke, mein Dienst braucht gar nicht hier den CX21, sondern eben nur den CX11, dann passt das Ganze. Dann kann ich den halt eben kleiner machen und dann bezahle ich halt eben auch wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, dann bezahle ich eben weniger Geld dafür. Ne? Und das macht halt eben das Ganze hier sinnvoll und richtig. Jetzt kommt aber noch mein, wie ich schon 2, 3, 6 Mal irgendwie angeteasert habe, das, was mir irgendwie fehlt. Man sagt als Grundprinzip, wenn man Cloud-Dienste bezieht, dann nutzt man eigentlich keine virtuellen Instanzen, was man jetzt hier tut. Dafür sind die Preise für die virtuellen Instanzen echt, echt gut. Sondern man nutzt fertige Dienste. Man nutzt fertige Services. Man nutzt fertige Applikationen. Das heißt, wenn ich mir jetzt für meine scheiß Datenbanken im Endeffekt, ach, für meine scheiß Datenbanken, für meine Drecks-Webseiten, also für unsere gemeinsame, ich möchte nochmal erwähnt haben, ich habe immer noch nicht gesehen, welche Domäne wir jetzt hier nach dem Stream buchen. Die Cloud brauchen wir, die Cloud. Dann will ich halt eben, dass mein MySQL, ich das nicht installieren muss, sondern also mit apt-install, MySQL, MongoDB, ne, und sonst wo, sondern ich will halt eben das als Service ausrollen. Einfach aus dem Grunde, weil ich dann für den Service kann ich auch skalieren und diesen mich auch um den Service einfach nicht kümmern muss. Das ist halt eben nochmal additional. Denn, gucken wir mal hier, ne, ich weiß nicht, ich finde hier den Anbieter, ich habe eben gegoogelt, so nach Cloud und so, kam hier raus irgendwas von wegen irgendwas mit AWS. Hat einer von euch jetzt schon mal gehört? Eins in Chat, wer das gehört hat. Also, hier gibt es sowas, die nennen sogar den Top-Reiter da oben Services. Und wenn ich da drauf gehe, gibt es so ein paar Services, ne? Und, ihr kennt mich ja, ne? Wir gehen jetzt hier im Stream nach und nach jeden einzelnen Service in Feinjustrierung gehen wir jetzt durch und wir erklären den. Jeden einzelnen. Fangen wir an. Also, EC2. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir brauchen jetzt ein bisschen, so wie ihr das seht. Also ein bisschen brauchen wir. Nein, Spaß beiseite. Wie ihr seht, es ist ja schon ein bisschen gruppiert und EC2 sind halt eben ganz normal die Instanzen. Wir gehen ja jetzt nicht genauer rein, ne? Die Zeit läuft weg. EC2 sind halt eben die Serverinstanzen im Endeffekt. Hier unten bei S3 sehen wir wirklich ganz normal Speicher. Wir haben
mehrere Möglichkeiten, unseren S3-Speicher, ne, den haben wir halt überall, ich glaube bei 1 und 1 heißt das High Drive und keine Ahnung was, aber hier bei Datenbanken haben wir halt eben auch direkt die Möglichkeiten, sozusagen eine ganz normale RDS-Datenbank auszurollen, wie sie alle auf einmal AWS nicht kennen. Der Stream hängt mittlerweile ziemlich weit hinterher, die Frage habe ich echt gestellt, irgendwie vor 15 Sekunden oder so. Kann ich halt eben Datenbanken und so einen Scheiß direkt als Service ausrollen. Ich habe halt, wenn ich containerisieren will, wie sie alle heutzutage containerisieren wollen, weißt du, ihre DevOps-Abteilung, die Mitarbeiter da sind gefühlte im Schnitt wahrscheinlich 16 Jahre alt, haben alle nur Ahnung irgendwie von ihren Containern, ich bin DevOps-Spezialist oder so, habe ich zumindest schon ein paar Mal so gesehen. Und dann wollen die, ja, wir konterinisieren jetzt unser gesamtes Unternehmen. Alle Applikationen, die wir nur irgendwie haben. Wie, du hast nur 4% Akku? Du sitzt da am Handy? Ja, dann wirst du gleich leider weg sein. Such dir ein Kabel. Dann ist das halt eben auch gut, dass ich meine Container hier ausroll. Nein, ich will nicht bei Hetzner hier jetzt 4 Server buchen, um meinen Kubernetes-Cluster zu bauen. Sondern ich will hier, ich sehe es aber gerade nicht, warte mal, wir suchen mal Elastic Kubernetes Service auswählen. Als Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel. Da kann ich halt eben direkt hingehen und meine ganzen Kubernetes Services reinballern. Ohne Ende. Von vorne bis hinten, die ziehe ich einfach da rein und ich brauche mich um den Kubernetes-Dienst im Endeffekt nicht kümmern, sondern meine Dienste laufen einfach. Wie gesagt, das ist ein Beispiel. Auch mit den Datenbanken, da ist dasselbe. Ich muss mich einfach um den Scheiß-Service nicht kümmern, sondern der Scheiß-Service läuft einfach. Ich hänge den Service in mein Netzwerk rein, wie wir es hier bei... Loggen uns hier nochmal irgendwie ein. Kann man loggen irgendwie? Hänge ich einfach in mein Netzwerk bei Hetzner rein, ne, die ich hier definiert habe, in meinem tollen Netzwerk, da unser Netzwerk mit A, ganz wichtig, schreibt man so, neuer Duden, müsst ihr mal nachgucken. Hänge ich da einfach ein und dann läuft das Ganze. Ne, dann kann ich einfach meine Datenbank so connecten, ich kann die absichern, dass die keine Private IP hat, kann ich hier ja scheinbar noch nicht. Und dann funktioniert das Ganze so, dass ich das intern... Er hasst Container. Er hasst Container. Habe ich schon gesagt, dass er Container hasst? Wieso hasst er Container? Axel, das darfst du heute nicht mehr sagen. Container ist heute Phase in den Unternehmen. Ist ja unglaublich. Egal, auf jeden Fall, dass man halt eben die Services direkt in die Ressourcen oder in die Netze mit einhängen kann und die dann halt eben so nutzt. Das ist noch eins, was mir hierbei so ein bisschen fehlt, wie die Services dann laufen. Klar, die laufen auch meistens als Container irgendwo im End oder im Background bei denen. Aber trotzdem ist das einfach ein Dienst, der mir noch ein bisschen fehlt, der einfach preiswerter sein kann. Da fragt einer, schon Erfahrungen mit Azure gemacht. Ja, habe ich. Kann dir sagen, technisch gesehen funktioniert gut. Funktioniert genauso gut wie AWS. Hat auch mittlerweile extrem viele Services Azure. Aber ich ziehe denen ungefähr 100 Gummipunkte ab. Für diese behinderte Drecks-Web-Oberfläche mit ganz komischen Knöpfen, die irgendwie aus der Steinzeit kommen und der Web-Developer, der gehört einfach nur in den letzten Kerker eingesperrt. Das sage ich zu Azure. Ansonsten ist Azure genauso gut wie AWS irgendwo. Google Cloud, um das Ganze jetzt einmal abzurunden, damit wir auch einmal über die Big Player geredet haben. Google Cloud ist optisch, steht für mich an zweiter Stelle. Aber kommt immer mehr, kommt immer dicker, bringt auch viel, preislich recht attraktiv, zumindest das, was ich gesehen habe. Ist halt noch weit hinterher irgendwo, hinter den Services und Diensten, die AWS und Azure eben anbieten. So, ganz ehrlich, ich habe trotzdem weiter keine Erfahrung gemacht. Es gibt ja so viel, ich habe noch ein paar Tabs hier mal aufgemacht. Es gibt hier von, ne, diesem komischen Drecksverein, Werbung, 1 und 1. Die haben auch sowas, die können scheinbar auch vServer, dedizierte Cloud-Server, die haben sogar Services mit Managed Kubernetes. Ja, ich habe das gesehen, DD-Cloud. Ich finde das irgendwie DD-Cloud irgendwie ein bisschen komisch. Das heißt D-Cloud. Es muss doch wohl eine Domäne geben mit D-Cloud. Komm, ich gucke das jetzt nach. Ich muss das jetzt sehen, irgendwie hier Domain, Check. Die geben doch meistens einen immer so einen Vorschlag oder so. Check Domain. Gucken wir uns das jetzt an. Ich will jetzt D-Cloud haben. So, irgendwas muss er mir das hier vorschlagen, oder?
So. Die Cloud.de. Die Cloud.eu. Ist doch gut. Die Cloud.net ist doch noch besser. Ist doch. So. Wer ist alles dabei? Einzelchat. Wir bauen jetzt unsere eigene Cloud und verkaufen die für ganz verfickt teuer Geld und schreiben einfach dran für die doofen Administratoren. Na, auch doof. Für die Chefabteilung. Na, auch doof. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommt ja wieder meine Background-Musik. Hört ihr überhaupt diese Background-Musik, die ich hier so ein bisschen laufen habe? Warum man Container nicht so den Wirtsystem kommuniziert, wie es soll? Oder Container. Ja, das ist halt eben so eine Sache, Axel. Das ist so schwierig zu sagen, ne? Das ist so eine Geschichte für sich. Wie so ein Container kommuniziert. Du kennst das selber, wenn man da so einen Docker-Swarm aufbaut, du hast auf einmal 36 IP-Netze mit den Overlay, Ingress, Egress. Es ist verdammt viel an Informationen, ich weiß. Schön. So, aber wir haben jetzt die Domain gefunden. Diecloud.eu wäre noch verfügbar. Wem gehört denn hier diecloud.de? Was kommt denn da, wenn man da drauf geht? Die-cloud.de. Kommt hier irgendwas? Was? Maxima. Werbung. Maxima. Führung, Profil, Produkte. Ich glaube, die machen nichts mit Cloud. Sollen wir die mal anschreiben? Und dann sagen wir, her mit der Domäne. Ihr habt mit Cloud gar nichts zu tun. Guck mal hier. Möchte den bestmöglichen Service gewährleisten. Aus diesem Grunde verwenden wir eigene und Cookies von Drittanbietern. Die verwenden meine Cookies von Drittanbietern. Nein. Will ich nicht. Weg. Ja, also gehen wir wieder zurück. 1&1 DSL-Anbieter kann auch Cloud. Und die können sogar Manage Kubernetes. Ich habe da noch nicht drauf geklickt, ich habe es eben nur gelesen. Cloud-Apps, die können sogar S3-Objektspeicher. Und das sind einfach so die zwei Dinge, die ich mir bei Hetzner einfach noch wünsche. Ich bin mir ziemlich sicher. Das wird auch noch kommen. Die werden das auch noch machen. Und die werden es mit Sicherheit auch noch in deren, meiner Meinung nach, sehr gute Oberfläche, wie ich jetzt kennengelernt habe. Was habe ich denn für eine Frage gestellt? werden die es mit Sicherheit noch, ja, was soll ich sagen, integrieren und dann ganz normal produktiv bringen, wie andere auch. Die sind ja einfach, glaube ich, ein bisschen größer. Eben. So. Das soll es jetzt, glaube ich, erstmal soweit gewesen sein zu dem Thema Cloud. Ich kann jetzt nochmal auf eure Fragen eingehen. Ich merke aber gerade, der Stream hängt immer weiter hinterher. Wir brauchen echt eine halbe Ewigkeit jetzt, bis ich Fragen beantwortet habe, bis ihr im Chat geschrieben habt. Das ist echt übel. Frage, brauche ich so einen Cloud-Server als Privater? Habe einen Proxmox Home-Server zu Hause, der ziemlich gut läuft mit IPFire, Home Assistant, Nextdoor, Pi-hole etc. Ja, was soll ich dir sagen? Die Frage ist relativ einfach. Bei dir zu Hause kostet das Ding Strom. Bei dir zu Hause kann die Karre ausfallen. Du musst dich drum kümmern. Bei Hetzner Cloud-Gedönse könntest du dir genauso eine IP-Fire einrichten mit deinem Home Assistant und sonst was. Lediglich müsstest du dir halt eben irgendwie eine VPN-Verbindung in die Hetzner Cloud aufbauen. Und dann kannst du deine Services, die du so installiert hast, genauso nutzen. Ja, klar, so ein Pi-Hole bringt nichts, wenn der irgendwo bei Hetzner in der Cloud läuft, sondern das bringt nur irgendwo was, wenn man, ja, was soll ich dir sagen? Wenn der On-Prem läuft, alles andere bringt einfach nichts. Ne, das ist halt eben so. Schön. Es hat Spaß gemacht. Ne, wir machen jetzt noch so 10 Minuten bisschen Dirty Talk. Ich hoffe, meine Stimme, die ist irgendwie so ein bisschen interessant. Da schreibt gleich einer noch bei 1&1 gleich noch einen Rettungswagen dazu buchen. Beste. Ja, mir fällt nichts weiter ein. Was ich euch erzählen soll, ne? Wir wissen jetzt, Hetzner Cloud funktioniert gut. Meiner Meinung nach fehlen noch ein paar Services. Das Cloud-Thema allgemein, denkt nochmal dran, für die, die den Anfang nicht gesehen haben. Ach ja, wir sollten mich an OpenStack erinnern. Na komm, wir gucken noch einmal auf OpenStack drauf. Keine Frage. Das ist natürlich wichtig. Wir gucken uns zumindest die White Papers an, ist ja wohl klar. Das ist ein Softwareprojekt der freien Architektur für Cloud Computing, bla 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 bla. Gucken wir uns an. The most widely deployed open source of cloud software in the world. Open Infrastructure Summit. Also auch guck mal, vom 29. bis 23. Oktober. Ich glaube, das haben wir verpasst.
Sonst wären wir ja gemeinsam dahin gegangen. Deploy third-party services such as Kubernetes. Public Cloud, On-Premises. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir hier nachgucken wollten, aber ich kenne das. Du kannst da halt eben alles Mögliche an Hardware reinschmeißen. Die Software läuft dann da. Und sofort. Also direkt eine Anleitung auf der Homepage, nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das sollten wir uns einfach mal vielleicht in dem Video reinpfeifen oder vielleicht in so einem nächsten Livestream. Kommt nämlich gleich noch abschließend die Frage, wollt ihr nochmal so was haben? Ich muss echt mal, wir müssen einfach so langsam aufhören. Ich komme einfach nicht mehr hinterher, weil der Stream, glaube ich, nicht mehr so richtig funktioniert. Deswegen werden wir jetzt das ganze Thema hier begraben oder so und dann einfach beim nächsten Mal einfach da weiter dran ansetzen und weiter drüber. Das ist jetzt mein Ansatz dabei. So. Wir trinken jetzt noch gemeinsam unser Bierchen aus. Ich versuche nochmal drei Fragen aus dem Chat irgendwie zu beantworten. Und dann werden wir jetzt, das Thema hier sozusagen beenden und begraben. So, ich guck mal rein. Ich sag schon mal Tschüss. Ja, Corny Alex, 2% Akku ist natürlich sehr, sehr schlecht. Nächste Mal am PC, ne? Oder Handy vorher aufladen. Weiß ja, bei mir kann das immer mal lang werden oder kurz werden, keine Ahnung. Ja, ich habe eben schon gesagt, bei 1 und 1 einen Rettungswagen dazu buchen. Ja, der Meinung bin ich auch. Kann ich eigentlich nur sagen, wenn man DSL kennt von 1 und 1, zumindest früher, war das immer eine Katastrophe. Heute soll es ja gar nicht so schlecht sein. Ne? Also ich kenne mich da nicht aus. Ich bin hier glücklicher Unity Media Vodafone-Kunde. Kann ich nicht beurteilen. Wenn man noch den Gedanken von Service von früher von 1 und 1 kennt, ja, ist das halt eben so. Dann war das halt eben alles ein bisschen schlecht. So, nächste. Ich hätte eine Frage wegen FreeNAS und Plex Media Server. Ja, meine Antwort darauf, Azhost, ist eigentlich immer dieselbe. Also für die, die auch jetzt gerade hier in dem Ding sind, ihr könnt gerne auf meinen Discord-Channel kommen. Da hat sich mittlerweile wie so eine kleine Community gebildet. Stell die Frage da, du bekommst bestimmt Hilfe. Vielleicht nicht unbedingt von mir, aber vielleicht von irgendwelchen anderen oder so. Aber ja. Kommt bestimmt eine Antwort. Geh auf den Discord-Channel, dann läuft das bestimmt. So, Pyro läuft doch super in der Cloud. Wozu muss er lokal laufen? Ja, ich habe einfach nur gesagt, der sollte lokal laufen wegen deiner Latenz. Weil du halt eben deine Anfrage DNS-mäßig in die Cloud schickst. Du kriegst die Anfrage von deinem Pyro wieder zurück auf dein PC zurück im Endeffekt. Und dann geht es halt eben erst irgendwie raus. On-Prem ist es halt irgendwie ein bisschen schneller. Und du kennst halt mittlerweile so Webseiten, so wie meine, wenn du da tausende von Werbungsbannern eingeblendet bekommst, von 63 verschiedenen Werbungsherstellern, dann, wie heißt das, bekommst du auch schön brav 63 DNS-Anfragen, die da irgendwie beantwortet werden. Hm? So, der Tobias, wie immer, sagt immer, ich verstehe von gar nichts. Das ist richtig, das schreibe ich auch immer überall. Ich bin ziemlich dumm und ich weiß auch nichts. Also ich weiß eigentlich gar nichts. Außer hier OpenStack, ich baue meine Private Cloud. Jetzt wisst ihr ja, die Server sind ja da. Haben wir ja gesagt, darum bauen wir unsere eigene Cloud. Irgendwie. Haben zwar keine Zeit dafür, aber kriegen wir hin. 1 und 1 ist nur Reseller, schreibt einer. Und Telegraph im Docker zu empfehlen. Telegraph im Docker? Warum denn nicht? Wenn die ja im Docker, die Applikation müsste das ja irgendwie machen. Ja, guck mal, da schreibt einer 1&1, hat gar keine eigene Infrastruktur. Weißt du denn, Pablo, bei wem die einkaufen, 1&1? Das wäre jetzt auch nochmal interessant zu hören. Ja, irgendeiner hat gefragt, wo ich arbeite. Ja, ist kein Geheimnis. Jeder, der meinen Namen googelt irgendwie, findet erstmal ein Basketballspieler, nicht mich. Der meine Webseite kennt, findet auch meinen richtigen Namen. Der findet irgendwie Zing, der findet LinkedIn. Also kann ich das sagen und dann ist alles öffentlich. Ich arbeite bei der Firma Computer Center und bin da einfach Data Center IT Consultant mit Schwerpunkt Storage. Könnt ihr alles aus meinem Profil rauslesen, ist gar kein Problem. Findet jeder, kann jeder sehen und ja, bitte gerne. Irgendwelche besonderen Anfragen an mich, müsste auf die Computer Center zugehen. Die sagen dann, ja, aber nicht auf den Schröder, der hat eh keine Ahnung. So läuft das eben. Business. Die schicken euch lieber einen, der Ahnung hat. Wäre ja eben, ist ja wohl klar. Ne? Eben. So, ich hoffe, ihr Pfeifen habt jetzt verstanden, was die Cloud ist. Wir haben uns den Einblick verschafft in die Hetzner Cloud. Wir haben denen zumindest eine Schulnote, sagen wir mal 1.
1 plus mit Sternchen wäre zu viel, weil die Services fehlen. Also sagen wir eine 2. Sagen wir eine 2. Nehmen wir den eine 2. Ist echt gut. Mit starker Tendenz zu 1, würde jetzt der Lehrer sagen, haben wir den verpasst. Und ja, find's gut. Muss man für sich selber durchrechnen, ob es geltlich stimmt, ob es passt. Und ja, dann kann das echt gut funktionieren. Und wir haben gesehen, es funktioniert. Und auch schnell und intuitiv. Ich hoffe auch zu Lastspitzenzeiten funktioniert das Ganze toll, wovon ich ausgehe. Wir haben einen Performance-Test gemacht über die Lokationen hinweg. Hat auch wohl super funktioniert. Also echt prima. Kann man nichts sagen. Mein Großbild stockt der Stream. Ja, da muss ich mich mal drum kümmern. Ich kann euch sagen, der PC, wo ich hier dran sitze, an dem hier, das ist mein Arbeits-PC, der ist echt total schwach. Das ist null Stream-PC. Der läuft gerade auf 90% CPU-Power. Tut mir leid, wenn der Stream so ein bisschen stockt. Ja, aber so lassen wir es jetzt. Computer Center, genau, der Tobi schreibt es gerade eben. Deswegen, ich werde jetzt den Stream hier beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich werde jetzt das los, was man immer so loswerden muss. Also, denkt mal dran, buy me a coffee. Ich würde mich mega freuen. Schließlich muss ich irgendwie diese 3 Cent reinkriegen, ne, die wir gerade eben verballert haben. Mein Insolvenzantrag geht raus. Deswegen, ich freue mich gerne über einen Kaffee. Ansonsten empfehlt mich weiter. Ich brauche Abonnenten. Ich will irgendwann steinreich in der Karibik am Strand liegen. Ihr arbeitet alle weiter und müsst den anderen dann die Hetzner Cloud erklären und nicht mehr ich. Und will da halt eben mein Bierchen vor mich hinschlürfen in der Karibik. Deswegen, abonnieren nicht vergessen. Und einen Daumen hoch setzen. Ich habe mich zu bedanken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund, sage ich immer. Ciao.